Irgendwie sehe ich einen nahenden Game Over. Didum. Zur Not klaut ihr eine. Ist das schon eine Anstiftung zu einer Straftat? Kann man für sowas belangt werden? Ich hoffe nicht. Prinz Huma, wir haben alles auf Band. Ich wäre vorsichtig. Mit dem, was ich hier schreibe. Aber okay. Ja. Gut, das war eine sehr erfolgreiche Runde. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin in letzter Zeit sehr unkonzentriert, was Tetris angeht. Ich krieg das nicht so richtig gebacken. Es liegt wahrscheinlich doch nur an den Blöcken. Die fallen in letzter Zeit einfach alle nicht so, wie sie sollen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Na gut. So, meine Lieben. Wollen wir dann einfach loslegen? Wir legen dann einfach los. Dupdi-dup. Haben wir mehr vom Abend. Pokémon Mond. Das schönste Spiel, seit es Pokémon-Spiele gibt. Oder so. Je nachdem. Go, go, go. Richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wir waren in irgendeine Stadt gekommen oder so. Ich weiß nicht mal, wie die Stadt heißt. Gehen wir uns da erstmal umschauen. Reden ein bisschen mit den Leuten. Gucken wir uns vielleicht nochmal unser Team an. Weil ich damit eigentlich weitestgehend zufrieden war, glaube ich. Wir sind schon 17 Stunden hier drin, was ich für ein derbes Gerücht halte. So. Unsere dritte Prüfung auf Akala. Der Schattendschungel wartet auf uns. Schattendschungel. Achso, es war nicht nur ein normaler Dschungel, es war auch noch ein Schattendschungel. Könnt ihr mir an der Stelle bitte sagen, ob der Sound so okay ist oder nicht? Damit ich weiß, ob ich ihn anpassen muss. Was mache ich denn? Ach nö, wir lassen ruhig Slimer vorne. Ist schon in Ordnung. Guten Abend, Chiraxo. Sei auch du uns herzlich gegrüßt. Mit den Leuten hier im Shop hatte ich doch bestimmt schon... Mit denen hatte ich schon gesprochen, oder? Einkaufen war ich doch bestimmt auch schon. Pokebälle, ja, ja. Obwohl. Superball, Hyperball? Nö, ja, doch. Es passt. Muss passen. Also, ich hatte es als Stadt betitelt. Prinz Huma hat jetzt gleich gesagt, das hier ist keine Stadt. Was ist es dann? Ah, hier geht's zum Schattendschungel? Cool. Immer das Gleiche mit diesen Reißlaus. Sie laufen weg, bevor ich sie fangen kann. Im letzten Moment lassen sie immer ein Item fallen, um sich leichter zu machen und türmen. Okay. Die Reißlaus. Da ist hier wohl eine Reißlaus über die Leber gelaufen. Die dumm? Das ist ein Getränkeautomat. Möchtest du... Hey, ich möchte einen Sprudel. Seit wann kann ich Sprudel kaufen? Ich möchte mich nicht beschweren, aber danke. Aber war die nicht früher günstiger? Sprudel für 600? Also in anderen Pokémon-Spielen meine ich jetzt. Hat schon immer so viel gekostet? Snoop! Als Wache taugt es leider nicht viel, aber dafür ist mein Snubbull einfach unheimlich süß. Snoop! Ja. Leider sind alle Zimmer belegt. Das Zimmer rechts hinten ist dazu dauerhaft vermietet. Das wird so schnell nicht frei. Der Junge, der sich dort einquartiert hat, hat unglaubliche 2 Jahre im Voraus bezahlt. Allerdings scheint er neuerdings nicht mehr so viel Geld zu haben wie noch zuvor. Ja, weil er alles bei dir ausgegeben hat, du olle Troller. Team Skull zahlt seinen Mitgliedern wohl nicht genug, um vernünftig davon leben zu können. Okay. Entschuldigung, ich wollte sie nicht als Troller bezeichnen. Gut. Für 2 Jahre im Voraus. Ein Team Skull, Junge. Aha. Wer denn? Gladio oder was? Oder wie? Oder wo? Hi. Lass mich in Ruhe. Aber ich will doch dein allerbester neuer Freund sein. Okay. Oh, ich möchte wissen, wie sein Bett riecht. Los, komm. Was? Ich kann mir nicht sein Bett... In sein Bett darf ich... In jedes Bett auf der ganzen Welt darf ich, aber nicht in sein Bett. Was muss ich tun, um mit dir schlafen zu können? Okay. Bupidupidup. Ja gut, dann tschüss, Gladio. Lassen wir das. Geht's hier rein? Nein. Geht's hier rein? Nein. Oh, da liegt was. Ich möchte es haben. Gib es mir. Du findest das Item Tauchball. Aha, aha, aha. Hallöchen, hoffnungslos. Einen wunderschönen guten Abend auch dir. Oh. Die übt aber ihren
Sie ist ein Trainer. Der Schwung muss aus der Hüfte kommen. Ich zeig dir gleich mal im Kampf, wie ich das meine. Oh ja, Baby. Zeig's mir, bitte. Golferin Alena fordert dich heraus. Die anderen Türen sind bestimmt noch aufgemalt. Ja, es hat irgendwie was davon. Hallöchen, Mauzi. Oh, du süßes, kleines Mietzmauz-Mauzi. Du bist ein Unlicht-Pokémon. Das sieht man dir gleich von der Nasenspitze aus an. Aha, aha. Ja, das hat's mal gebracht, offenkundig. Oh, schön. Noch viel schöner. Ich mag meinen Slimer. So viel dazu. Beim Golf kämpft man hauptsächlich gegen sich selbst. Da gewinne ich dann wenigstens auch mal. Sie macht einen sehr zerknirschten Gesichtsausdruck. Hering gewinnt jedenfalls 1200 Poké-Dollar. Wie oft man wohl für 1200 Poké-Dollar dort in dem Hotel übernachten darf? Warte, nu. Ach, du auch. Ich dachte, du bist der Trainer oder so. Beim Golf wie bei Pokémon-Kämpfen muss man im Ernstfall die Nerven bewahren. Na, zeig mal her, was du so drauf hast. Golfer Florian fordert dich heraus. Warum trägst du beim Golfen einen Fahrradhelm? Achso, nee, das soll ein Cappy oder so sein, oder? Sieht aus wie ein Fahrradhelm. Es tut mir leid. Vielleicht ist er sich im Klaren darüber, dass seine Mitspieler nicht so gut sind. Vielleicht. Oh, das war dumm. Wuffels war... Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 genau, der Gesteins-Pokémon. Ja, 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 ich verstehe, ich verstehe. Alles in Ordnung. Falls ihr zu viel Schwung holt, ja, ja. So eine hübsche Partie Golf, das wäre so mal, oder? Da ist mal viel an der frischen Luft, da hat man bestimmt viel Spaß. Ups, der Schlag ging ins Leere. Immer wenn es drauf ankommt, knicke ich ein. Nochmal 1200. Hallöchen und guten Abend, Papa Mai Mai. Sei auch du uns gegrüßt. So einen Ball einzulochen ist echt schwer. Aber das macht's ja erst interessant. Ja. Gut. Wieder was gelernt. Übers Golfen. Halt. Okay, ja, das ist ein schönes Dorf. Dorf. Gut. Ab in den Schattendschungel. Oder so. Dass Maho gerade im Schattendschungel nach leckeren Zutaten sucht, kann nur eins bedeuten. Sie versucht mal wieder Myla von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Okay. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich was mit dem Namen Maho oder Myla anfangen müsste. Ist das schlimm? Was bist du denn? Hallo? Was warst du denn? Warst du irgendein seltenes und wildes Pokémon und ich hatte jetzt nur ein einziges Mal die Chance, dich zu erhaschen? Tipps für Trainer. Spezialangriff steht für den Spezialangriff eines Pokémon. Dieser Statuswert zeigt, wie gut ein Pokémon im Umgang mit Spezialattacken ist. Die Spezialverteidigung bzw. Spezialverteidigung dagegen gibt an, wie gut es in der Abwehr von Spezialattacken ist. Ach was. Das Wasser schimmert im Licht. Möchtest du... Ach so, ich könnte auch surfen. Stimmt. Du kannst sie resetten, wenn du das Gebiet wechselst. Das war ein Reißlaus. Ach so, die nehmen quasi Reiß aus. Ah, das ergibt... Ergibt vermutlich auf eine suffisante Art und Weise Sinn. Hm. Oh mein Gott, ein Tentacher. Erinnern wir uns nicht alle mit Freude an mein Pokémon Alpha Saphir Let's Play, in dem ich ein wunderbares Tentaxa... Tentaxa, ja. Ein wunderbares Tentoxa, ein wunderbares Tentacher, wunderbar großgezogen habe, sodass es dann irgendwann zu einem Tentoxa wurde? Ja. Da erinnern wir uns mit Wonne noch dran. Okay. Dieses Tentacher wird nicht in unsere Gruppe mit aufgenommen. Vielleicht das nächste. Ich wollte spaßeshalber nur spaßeshalber, wenn es einmal surfen. Surfen, ich wollte angeln. Was rede ich für ein Blödsinn? Es war ein langer Tag, es tut mir leid. Du hältst das Item Riesenperle. Okay. Na gut. Dann ist es halt so. Hier ist eine Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. Und einem schönen Item hier.
Du findest das Item Wasserstein. Ach was. Wer weiß, wofür ich den eventuell nochmal gebrauchen kann. Kann ich hier? Danke. Was macht ihr denn hier? Um das kleine Genie neben mir zu besiegen, trainiere ich erstmal eine Weile mit ihm. Ich bin ein Karate-Wunderkind. Darum bringe ich meinen Pokémon auch neue Attacken bei. Okay. Ihr Karate-Fritzen. Oh mein Gott. Karate-Familie Tim und Jonathan fordert sich heraus. Oder Jonathan. Vorschüler. Ach, jetzt auf einmal so ein Vorschüler. Er ist das Karate-Kid. Offenkundig. Aber dann hätte ich mir auch einen Meister Miyagi gewünscht. So finde ich das ein bisschen doof. Die haben ja beide Macholo. Ja gut, dann kümmere dich doch mal bitte um das da und du kümmerst dich mal um das da und dann gucken wir mal, wer schneller fertig ist. Aha. Aha. Ja, das war jetzt von beiden nicht so... Achso, davon abgesehen, Slimer ist... Ich dachte... War Slimer nicht auch Unlicht? Und deswegen hätte Karate-Schlag dann nicht effektiv sein müssen, weil Kampfattacken gut gegen Unlicht sind? Bringe ich jetzt irgendwas durcheinander? Ich weiß es nicht. Egal. Ich möchte mich nicht beschweren. Dup-di-dup-di-dup. Kampf ist nicht gut gegen Gift? Nicht? Ich weiß es nicht. Klingt so blödsinnig. Warum sollte... Aber, na gut. Ich lächle auch nach einer Niederlage. Das vermittelt dem Pokémon ein Gefühl der Sicherheit. Ich habe Schande über meinen Meister gebracht. Das klingt so lächerlich, Leute. Ihr solltet euch ein neues Hobby suchen. Kampf ist echt nicht effektiv gegen Gift? Aber warum? Ich meine, Gift ist doch auch nicht effektiv gegen Kampf. War das schon immer so? Klingt irgendwie seltsam. Die Gerechtigkeit hat gesprochen. Der Stärkere hat gesiegt. Ich verneige mein Haupt vor dir. Tja, selbst ich muss wohl noch an meinen Karate-Künsten arbeiten. Dupidup. Ich nehm's so hin. Alles in Ordnung. Es beißt nichts an. Hering beginnt am System zu zweifeln. Immer doch. Wenn mir nichts Besseres einfällt, dann zweifle ich einfach. Guten Abend, Felix. Warum beißt dir nichts an? Was ist das für ein Loch? Na also. Irgendwas muss doch kommen. Kann mich angehen hier. Ja. Okay, das hat sich gelohnt. Ja. Wollte ich schon immer mal haben. So ein wunderschönes Level 20 Karpador. Warum bist du noch kein Garados? Du bist sehr seltsam. Düp, 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 düp. Blub, blub. Oh, Fleckmon. Guten Abend. Und Alola Faura, sei auch du uns herzlich gegrüßt. So. Ach so. Ich habe eine Idee. Moment, wenn das hier resettet wird, dann habe ich tatsächlich eine Idee. Kreislaus ist ja in die Höhle gelaufen, ne? Da oben ist es. Wenn ich jetzt aber einfach mal von der Seite aus komme... Dann gucken wir mal, was Reislaus dann macht. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, oder nicht. Vielleicht muss ich auch irgendwas anderes machen, aber naja. So. Kann ich nicht irgendwie mein Relaxo einfach vor die Höhle parken? Das würde jeder kluge Trainer tun. Aha. Aha! Ne, 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 ne. So kann es nämlich gehen. Ein Reislaus erscheint. Irgendwie bin ich mir gar nicht sicher, ob ich dich haben will. Du siehst ein bisschen eklig aus. Aber nur ein bisschen.
Level 17. Was für ein Typ bist denn du? Bist du Gift? Bist du Käfer? Hältst du einen Pfund aus? Oder lieber nicht? Was hätte ich denn noch? Machen wir mal so. Man könnte auch Tauros benutzen. Ah. Das ist nicht sehr effektiv. Wir machen doch mal einfach so. Okay, das war ein grandioser Schlecker. Reiß aus, aber was... Oh. Ups. Okay. Das muss schneller gehen. Scheiße. Gut. Habe ich verstanden. Das heißt, wer auch immer diesen Satz fallen gelassen hat, so von wegen, es nimmt schnell Reis aus, er hat vollkommen recht. Hätte man sich auch im Vorfeld denken können, ne? Dü. Hä? Und jetzt ist es weg, oder was? Was? Wenn es über die Hälfte der KP verliert, haut es... Wo soll ich das denn im Vorfeld wissen? Warum kommt es jetzt nicht wieder? War das das einzige Reislauf des Spiels? Hab ich es jetzt verschissen? Hä? Ich will einen Reislaus haben. Ich weiß nicht genau warum, aber ich will es haben. Es ist weg. Einmal am... Okay. Gut. Woanders gibt's auch noch eins. Ich will aber kein anderes. Ich will genau dieses. Ich will. Hering ist bockig. So. Schattendschungel. Prüfungsstätte der Inselwanderschaft. Mhm. Und was ist hier? Nicht der Schattendschungel. Ergo keine Prüfungsstelle. Gibt's hier irgendwas? Sieht so verdächtig aus. Ich wusste es. AP Plus. Danke. Hering ist ein Gnu? Mu. Plätscherhügel. Plätscher. Wer bist du? Wieder ein olles Dick da oder so? Ja. So ein gemeines Spiel aber auch. Ich finde auch. Das ist nicht in Ordnung. Absolut mal. Sowas von überhaupt gar nicht. Hering ist enttäuscht. Na gut, vielleicht wenn wir aus dem Dschungel rauskommen. Nee, Brüller will ich nicht. Vielleicht ist es dann nochmal da. Wenn es doch nicht diese Tagesgeschichte ist oder so. Wir werden sehen. Was ist das denn? Du findest das Item Pudersand. Oh. Nett. Will ich hier runterspringen? Nein. Wir gehen zuerst dort rein, wo wir halt hin sollen. Also, aus dem Dschungel in den Dschungel. Schattendschungel. Eine Schatzkammer voller Geschenke des Walds. Des Waldes. Des Walds, des... Da war die Textbox irgendwann zu Ende. Des Waldes klingt hübscher. Ab ins Dschungelcamp. Hiha. Tag. Herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Ich muss schon sagen, bei dir und deinen Pokémon stimmt einfach die Mischung. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen als ihr erfüllt alle Voraussetzungen, um die Prüfung zu bestehen. Ja. Schließlich hast du einen Glitzerstein erhalten, von Kaburiki höchstpersönlich. Damit bist du qualifiziert, dich meiner Prüfung zu stellen. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesgericht ins Ohr. Da kannst du ihn hören. Fischstäbchen. Was? Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche. Und zwar Mahos berühmtes Spezialmenü. Dafür sollst du mir 4 Zutaten bringen.
Eine Magobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut und Wundersaat. Hier, diesen Zutatenbeutel brauchst du, um die Prüfung zu bestehen. Das ist die Prüfung? Ich soll ihr Mittagessen zusammensuchen? Wow. Würdest du die Zutaten in deinem normalen Beutel aufbewahren, kämen sie durcheinander. Zutaten lassen sich mit Bissbark übrigens leichter finden, denn es spült einfach alles auf. Mit B-Knopf lässt du schnüffeln, aber das weißt du ja schon von der Ohana-Farm. Also nochmal zum Mitschreiben. 4 Zutaten sollen es sein. Magobeere, Minipilz, Vitalkraut, Wundersaat. Also dann, der Schattendschungel erwartet dich. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Okay. Die Prüfung beginnt! Oh je, ich glaube, der Schattendschungel ist ein bisschen zu schattig für meinen Geschmack. Britzel, Britzel. Okay, Bissbark-Detektor. Dop, 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 dop. Dop, 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 dop. Da oben liegt ein Item. Schnüffelbissbark. Schnüffel, bis ich meine Sachen finde. Ein Spezialtipp von Maho. Bissbark ist super. Er ist ein richtiger Profi im Aufspüren von Zutaten. Okay. Ja? Aha. Ja? Nicht? Bissbark? Ja? Aha. Auf dem Baumstamm wachsen einige Pilze. Welchen davon benötigst du? Den Minipilz. Ach. So ein Kram ist ja auch noch. Ernsthaft? Doch der Riesenpilz greift an! Oh mein Gott! Das kann doch nicht sein! Sowas ist doch total widersinnig! Was bist du denn? Ein Lamelux erscheint. Also entweder hat dieses Pokémon einen sehr kräftigen Hals oder das Ding auf seinem Kopf wiegt quasi nichts. Aber so wie sich mir hier gerade präsentiert, ist das... Also... Ich glaube nicht, dass dieses Pokémon lange überleben kann, ohne irgendwann mal Rückenschmerzen zu bekommen und dergleichen. So, was machen wir denn hier? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich weiß ja nicht. Komm, Achso, nee, Moment. Es ist eine Prüfung, ne? Das heißt, ich kann die Pokémon hier nicht fangen. Oder? Kann mir das bitte einer bestätigen? Nur kurz bestätigen, damit ich es weiß. Damit ich kein Pokéball verschwende. Und damit ich eure und meine Zeit nicht verschwende. Ist mit Helium gefüllt. Dann müsst ihr es ja abheben. Ja, richtig. Okay, gut. Dann druff und weg. Was zum Geier? Eindeutig ein Pflanzen-Pokémon und es überlebt eine Glutattacke? Mizunda, was ist los mit dir? Guten Abend, Livan 33. Oder Adion. Sei uns herzlich gegrüßt. Yep. Okay. Glut ist halt etwas schwach. Es ist eine Feuerattacke. Ich bin's, Maho. Ich weiß. Einen feinen Minipilz hast du da gefunden. Warum der unter Pilzliebhabern der Renner ist, das weißt du, sobald du ihn probiert hast. Noch fehlen 3 Zutaten. Finde sie bitte alle ganz schnell. Auf Twitch kannst du deinen Nick nur ändern, wenn du dich anders anmeldest. Also, ja, ist accountgebunden. Funktioniert leider nicht anders. So, was heißt leider? Ist halt immer so eine Sache. Ein Spezialtipp von Maho. Es gibt Pokémon, die Beeren lieben. Deswegen sollte man Beeren zu Essen verarbeiten. Ich dachte, da steht jetzt, deswegen sollte man Pokémon zu Beeren verarbeiten. Oh, was haben wir denn da? Nee, bei Twitch kann man das wirklich nicht, Huma. Du findest das Item X spezial. Was? Aha. Irgendwas springt mich an. Es ist natürlich ein Olles Imantis. Lalalala. Hol es dir, Mizunda.
Mizunda, Mizunda. Wie gesagt, finde ich eigentlich auch besser. So, sag ich mal. Also, ich weiß, ihr seid nicht so. Nervig. Eine Beere ist im Erdreich vergraben. Mago-Beere im Zutatenbeutel verstaut. Aber diverse kleingeistige User könnten das ja eventuell ausnutzen, sag ich mal. Um sich dann immer und immer wieder einen neuen Nickname zu geben und einfach, um im Chat dann so ein ganz klein bisschen zu trollen. Also, das würde ich nicht so cool finden, offen gesagt. Und das würde meinen Moderatoren auch nur unnötig Arbeit geben. Also, naja. Ich bin's, Maho. Eine feine Magobeere hast du da gefunden. Je größer eine Magobeere ist, desto krummer ist sie. Und je krummer sie ist, desto süßer ist sie. Noch fehlen zwei Zutaten. Finde sie bitte ganz bald, ja? Na, normalerweise ist es mit Nintendo Let's Plays vor Release immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Außer man hat die ausdrückliche Erlaubnis, was die meisten Leute nicht haben. Aber okay. War bei Skyward Sword aber auch so. Da haben Leute schon eine Woche vorher angefangen oder so. Und naja, gut. Ist dann halt so. Was soll's. Dupp-di-dupp-di-dupp. Hab heute aber auch in einem Forum ein bisschen was über Zelda gelesen. Halt die ersten Meter, keine Ahnung. Und das klang schon alles sehr spannend. Und gestern habe ich auch ein bisschen was bei Rocket Beans TV darüber gesehen. Nochmal so ein Gameplay-Video, also das hat schon Lust gemacht. Wo gehe ich jetzt hin? Mal einfach oben hin, ne? Dann wird die Route hier ja noch für eine weitere Zutat sein. Hey Hering, leg doch! Lass mich. Ein Spezialtipp von Maho. Vitalkraut erkennt man daran, dass es kürzer ist als das Gras drumherum. Es hat außerdem eine belebende Wirkung und gehört in jede Küche. Okay. Eine belebende Wirkung. Gehört in jede Küche. Jede Küche. Das Gras hier ist sehr verdächtig. Möchtest du... Ja. Das ist ein Vitalkraut. Das ging schnell. Ein Pokémon springt aus dem hohen Gras und greift dich an. Oh mein Gott. Dup-di-dup-di-dup. Da habe ich übrigens eine sehr unter Umständen dumme Frage technischer Seite bezüglich Zelda stellen. Eventuell kann mir das ja irgendeiner von euch beantworten. Also es heißt ja, oder beziehungsweise fangen wir anders an, die Nintendo Switch. Wenn sie quasi nicht in der Docking Station ist, dann ist es doch so, dass der Bildschirm quasi ein 720p Bild wiedergeben kann, oder? Und ich bin's, Maho. Ein feines Vitalkraut hast du da gefunden. Er ist selbst für Pokémon erschreckend bitter, aber das gibt Gerichten die richtige Würze. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Finde sie bitte so schnell es geht. Und wenn die Switch in der Docking Station ist, dann kann sie doch theoretisch... Also theoretisch Spiele in 1080p wiedergeben, Zelda selbst aber nur in 900p. Oder? Also bis hierhin dann soweit erstmal richtig? Du findest die TM86 Strauchler. Dupp-di-dupp. Dann möchte ich doch weiter auf meinen Bissback reiten. Bis zu 1080p, genau. Aber Zelda halt nur bis 900p. So, jetzt habe ich das ein oder andere Mal gelesen. Und das haben wohl einige Leute, die es jetzt länger gespielt haben, auch schon bestätigt. Zelda soll im Handheld-Modus besser bzw. stabiler laufen als in der Docking Station. Wie nervig das denn jetzt tatsächlich ist, sei mal dahingestellt, keine Ahnung. Müsste ich wahrscheinlich selber sehen, um das genauer beurteilen zu können. Soll halt irgendwie, wenn man es direkt am Fernseher spielt, doch eher ein bisschen mehr zuckeln und ruckeln hier und da.
Also jetzt wahrscheinlich auch nicht so richtig schlimm, aber halt doch so, dass es zumindest ein bisschen auffällt. Meine Frage wäre jetzt einfach, liegt das dann quasi gesehen an diesen 900p? Sprich, wenn ich Zelda jetzt am Fernseher auch nur in 720p spiele, das wird mir ja bei Konsole vermutlich einstellen können, denn nicht jeder Fernseher schafft ja 1080p oder wie auch immer. Ist das Problem dann damit weg? Oder tritt das Problem dann immer noch auf? Ich bin mir unsicher, ob das eine dumme Frage ist oder nicht. Ist so... keine Ahnung. Weil für mich ist der Sachverhalt relativ klar. Ich kann hier an meinem Fernseher sowieso nur bis 720p stellen, spielen, wie auch immer. Alles darüber geht gar nicht. Das kann mein Fernseher gar nicht darstellen. Weil es ja nur... ist ja nicht Full HD hier, sondern nur so ein HD Ready. Durch die Skalierung runter geht auch viel an Performance nach oben. Also es ist im Endeffekt vielleicht sogar klüger, wenn man das Spiel einfach nur in 720p spielt. Und nicht in 900p. Vielleicht. Eventuell. Tja, das ist einfach so die Frage, eine Frage, die mir heute in den Sinn gekommen ist. Keine Ahnung, also... ich meine, geht ja im Endeffekt vielleicht auch darum, wenn man es dann halt... ja... wenn man es dann halt selber spielt, man wird ja schon irgendwie so ein bisschen... also wenn man es dann spielt, dann will man ja auch wenigstens, dass das Ganze dann... denn so läuft, dass man selber auch damit zufrieden ist. Also... aber, naja... ein Spezialtipp von Maho. Saatgut, das von Pokémon im Boden versteckt wurde, entwickelt ein sehr ausgeprägtes Aroma. Ach was. Ein sehr ausgeprägtes Aroma. Ich werde es dann ja unterm Strich sehen. Also wie gesagt, ich werde es ja sowieso nur in 720p hier spielen können. Und dann kann ich euch dann ja sagen, ob es gut läuft oder nicht gut läuft oder ob mir da irgendwas auffällt. Zwangsweise werde ich es dann wahrscheinlich sowieso auch mal im Handheld-Modus ausprobieren. Ach so. Und dann sehe ich ja den Vergleich. Hier bräuchten wir ein sehr... wir haben noch kein kräftiges Pokémon, oder? Nee, wir haben nur einen Flieger. Hauptsache es läuft flüssig und macht Laune. Ja, Hauptsache es ist Zelda. Es wird ein gutes Spiel. Schön auf Arbeit zocken, ne? Ja, ne. Ganz so extrem wird's nicht, aber... ich mein, wenn's schon... okay, Moment. Du sollst mir 4 Zutaten bringen. Am besten lässt du... ja. Ich bin gerade verwirrt. Moment! Guten Abend, Alpha. Saatgut, das von Pokémon im Boden versteckt wurde, entwickelt ein sehr ausgeprägtes... okay. Ich mach zuerst die Blöcke kaputt. Und dann wechseln wir zu Bisbark. Der mir nix sagt. Die Magazine überschlagen sich ja auch, was die Wertungen angeht. Zum neuen Zelda, ne? Irgendwie habe ich vorhin gelesen, es hat momentan einen Metascore von 98. Also 98 von 100 Punkten. Das ist ein bisschen... viel? Oder so? Bin gespannt. Ich bin's, Maho. Eine feine Wundersaat hast du da gefunden. Mehr Nährstoffe auf einmal gehen nicht. Ein wahres Wunder des Dschungels. Oh, du hast ja alle Zutaten beisammen. Prima, dann fange ich jetzt mal an zu kochen. Geh also bitte zum Eingang des Dschungels. Yay, es gibt was zu futtern. Wuhu. Dup-di-dup-di-dup-dup. Viel zu viel. So gut ist es nur auch nicht. Naja. Was halt dabei rumkommt, wenn die Tester immer 10 von 10 und so weiter geben. Also. Und Hallöchen und guten Abend, Kiwand. Oh, Hering. Jetzt, wo du alle Zutaten beisammen hast, fehlen nur noch... da sind wir auch schon. Was? Hallo, Maho. Wie geht's? Wie steht's? Wer, was, wie, wo? Was wollt ihr?
ich bringe wie immer ein... Ach so, das sind die... jetzt verstehe ich das erst. Das sind die anderen Prüfungshainis. Ich bringe wie immer einen Kampfknochen und einen Steinknochen. Und ich habe wie immer ein Tafelwasser und einen Beulenhelm mitgebracht. Tracy, Chiave, ich danke euch. Also gut, Hering, es geht los. Tschö, Northern Light. Und bis bald. Ich koche jetzt das Gericht, das den Herrscher hervorlockt. Gut, dann prüfen wir jetzt noch einmal alle gesammelten Zutaten. Eine Magobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut, eine Portion Wundersaat. Prima, so wie es das Rezept verlangt. Dann kochen wir jetzt Mahos Spezialmenü. Nee, hat Ocarina of Time nicht einen Metascore von 97? Ich dachte, es hätte einen von 97. Das Aroma des Gerichts sollte den Herrscher herlocken. Bist du bereit? Womit es trotzdem irgendwie das beste Spiel aller Zeiten ist, so ungefähr. Aber, naja. Okay, Tracy. Dann kippe jetzt das Tafelwasser in den umgestülpten Beulenhelm. Klar doch, ich weiß Bescheid. Die Magobeere, der Minipilz, das Vitalkraut und zum Schluss die Wundersaat. Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr Pokémon. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich, Maho heiß. Rein mit allem. Chiave, leih uns bitte mal den Kampfknochen und den Steinknochen. Okay. Los, Hering. Stampf jetzt bitte alles mit den beiden Knochen klein. Hukalaka, hukalaka. Drücke den A-Knopf und stampf damit die Zutaten klein. Drücke wiederholt. Cool. Haut drauf! Kräftig stampfen. Lass doch mal gut sein. Mach breit raus. Die halbe Plörre zerspringt in alle Himmelsrichtungen. Also da kann doch jetzt eigentlich nichts mehr in der Schüssel drin sein. Ich habe morgen frei bekommen, ja. Ein eigentümlicher Geruch breitet sich aus. Aus den tiefsten Tiefen des Dschungels ist eine mächtige Aura zu spüren. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und wir grinsen uns immer noch einen ab. Hi. Mama Manti! Der Herrscher des Schattendschungels, Mantidea, ist hinter dir erschienen. Ich habe noch keine Ahnung, wie der Tag morgen läuft, XD Dragon. Kommt ja auch drauf an, ob ich eine Switch bekomme, ob ich Zelda bekomme, also... Ich hab keinen Schimmer. Los, Mizunder! Mizunder, Mizunder! Ich lass mich einfach überraschen, was der morgen Tag bringt. Eventuell gibt's ein Status-Update dann um die Mittagszeit herum. Weil direkt im Anschluss werde ich auch noch vielleicht einkaufen, also normal einkaufen und so weiter. Dann brauche ich das jetzt am Wochenende nämlich nicht mehr machen und bla bla bla. Also. Du. Ein Formeo erscheint. Bei Amazon und so weiter steht schon direkt derzeit nicht auf Lager. Vorhin war sie doch wieder verfügbar, wurde gesagt. Aber naja. Sind halt irgendwie alle verrückt nach dem Ding. Was ich offen gesagt nur bedingt nachvollziehen kann, aber naja. Es ist halt... Es ist halt nicht die fertigste Konsole, die so auf den Markt kommt. Aber das sind Konsolen ja mittlerweile überhaupt niemals wieder mehr, aber... Machen wir uns nichts vor. Sonntag ist doch gut, oder? Theoretisch müsste es gut sein. Außer, die verarschen mich jetzt. Komm. Synthese, ja gut, von mir aus.
Ja, ist vermutlich nicht mal eine schlechte Strategie, hoffnungslos. Ba, 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 ba. Slimer versucht, Abschlag zu erlernen. Was ist denn Abschlag? Schlägt das Item des Zieles weg und vereitelt so dessen Gebrauch. Dafür Pfund weg? Weiß ich nicht. Ist zumindest noch eine normale Attacke, dann habe ich nicht nur Unlicht. Ach, ist... Nee. Lieber nicht. So, jetzt dich noch klein kriegen. Und am Formeo scheitert's jetzt. Ganz offensichtlich. Okay, nein, Mizunda, ich lasse dich nicht im Stich. Keine Sorge. Heute nicht. Du bekommst eine tolle Kumo-Milch. Das ist dein Sieg. Dup, di, dup, di, dup. Danach aber erstmal schön streicheln. Hat er verdient, ne? Theoretisch schon. Du besiegst Mantidea. Hast du gut gemacht, Mizunda. Hast du sehr gut gemacht. Du bist ja unheimlich stark, Hering. Nicht nur, dass du ziemliches Talent hast. Nein, du bist auch noch äußerst kompetent. Ja. Ich habe Katze knuddeln vergessen. Konnte ich jetzt Katze überhaupt knuddeln? Ich weiß es nicht. Einfach unglaublich, mit welcher Leichtigkeit du das Herrscher-Pokémon besänftigt hast. Im Vela-Vulkanpark war es das Gleiche. Dabei bin ich doch so stolz auf meinen Amphira. Auch meine mit großer Hingabe trainierten Lusadin hatten keine Chance. Dann hast du ja jetzt alle drei Prüfungen auf Akala erfolgreich bestanden, nicht wahr? Dafür, dass du meine schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir diese sagenhafte Belohnung überreichen. Armes Miet. Miet. Prüfung bestanden! Und meine Faust leuchtet in allen Regenbogenfarben. Das ist ein gutes Zeichen. Du hast einen Z-Kristall vom Maho erhalten. Die Pose, um aus Pflanzen-Pokémon die Z-Kraft herauszuholen, geht so. Pflanze! Ich glaube nicht. Und da du meine Prüfung bestanden hast, würde ich mich freuen, wenn du fortan die Pokémon hier aus dem Schattendschungel trainierst, Hering. Und als kleine Starthilfe will ich dir gleich mal diese Nestbälle mit auf den Weg geben. Du erhältst 10 Exemplare des Items Nestball. Na sowas, Mantidea hat ja gar nicht alles aufgegessen. Chiave, Tracy, kommt, gönnt euch auch eine Portion. Man dankt. Dankeschön. Der Geschmack des Steinknochens entfaltet sich langsam. Das Essen schmilzt mir auf der Zunge. Nein, warte. Es ist meine Zunge, die hier schmilzt. Du meine Güte. Wasser! Grins. Was? Leute, was habt ihr denn auf einmal? Hey, bleibt hier! Was? Ihr geht jetzt wegen der großen Prüfung alle zu Myla? Oh, hier riecht's aber lecker. Hat Maho wieder mal ihr Spezialmenü gekocht? Du hast doch Mahos Prüfung bestanden, oder? Dann bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als die TM Schmalhorn. Die garantiert dir einen Treffer. Yay. Neue Erfahrungen und Entdeckungen sind das Salz in der Suppe des Lebens. Es gibt da eine Einrichtung, die du dir auf deiner Inselwanderschaft unbedingt anschauen solltest. Ich rede vom Dimensionsforschungsinstitut. Es ist nicht weit weg. Oder um es mit einem Attackennamen auszudrücken,
Es ist nur ein Funkensprung entfernt. Okay. Danke, Professor. Mein Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung von Akala Hering. Als nächstes wartet die große Prüfung von Inselkönigin Myla auf dich. Myla ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Wenn du ihr Team besiegen willst, würde dir eines der Pflanzen-Pokémon aus dem Schattendschungel bestimmt helfen. Schau beim Dimensionsforschungsinstitut vorbei, wenn deine Vorbereitungen für die große Prüfung abgeschlossen sind, okay? Du musst einfach nur Route 6 folgen, um es zu finden. Frag Rotom, falls du Hilfe brauchst. Alles klar, dankeschön. Pokémon Center? Pokémon Center. So, hallo Yuko-chan. Das mit dem Shiny Owai tut mir leid. Ich nehme mal an, es wäre ein schönes Shiny Owai gewesen. Z-Kristall, ob ich es heute mal einsetze, wurde gefragt. War jetzt so unmittelbar nicht geplant. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin ja sowieso nicht der Z-Attacken-Fan, aber irgendwie. Ah. Kein Schimmer. Wie war denn das mit dem Z-Kristall nochmal? Wer könnte denn was nehmen? Relaxonium-Z funktioniert noch nicht. Das Normium-Z könnte ich jemandem geben. Das Aquium-Z könnte ich Phlegmon geben. Das Pyrium-Z, okay. Das Botanium-Z sowieso nicht. Och, ich weiß nicht. Das hat wieder so... Ich mochte das schon XY nicht. Nee, ich lass mir das jetzt nicht aufquatschen. Ich hab da keinen Bock drauf. Weiß auch nicht warum. Hallöchen, Seth Poképlay. Ich kann's nicht. Ich weiß nicht, ob irgendein anderer dir helfen kann. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Offen gesagt. So, ist jetzt hier ein... Nee, Reißlaus ist immer noch... Immer noch weg. Na gut. Dann halt nicht. Zwischenzeitlich können wir übrigens mal wieder speichern. Wer weiß, wofür es noch gut ist. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier unten entlang, auch wenn ich gar nicht weiß, ob das richtig ist. Warum komme ich hier nicht hin? Vielleicht wenn ich so gehe. Was ist das denn für ein komischer Weg hier? Der Zigarrenwürfel, bla bla bla. Alola, ich bin Petz. Zeig mir doch mal deine Pokémon. Na gut, Petz. Das zeige ich dir doch gerne. Der Knirps, der Petz. Da oben liegt ein GS-Ball. Wurde das Rätsel um den GS-Ball eigentlich jemals im Pokémon-Anime gelöst? Wurde da irgendwann mal irgendwas irgendwo zu gesagt? Wenn ja, dann habe ich die Folge nie gesehen. Ich weiß nur, dass Ash den doch eine ganze Weile mit sich rumgeschleppt hat. Und es wurde immer mal wieder so irgendwie komisch angeteased oder so. Aber... Im Anime nicht. Ja wie? Dann war er irgendwann einfach weg oder was? Wurde das erklärt? Das ist doch Blödsinn. Deine Pokémon sind so cool. Danke. Finde ich auch. Knirps ist okay, aber mir ist lieber, wenn man mich einen Hosenmatz nennt. Was? Okay. Na gut. Kurt wurde nie wieder erwähnt. Ja, weil Kurt ja quasi gesehen nur Relevanz für Pokémon Gold Silber hatte. Und irgendwann hatten sie so viele Folgen gemacht, da haben sie gemerkt, ist ja schon die dritte Generation draußen. Da haben wir ja gar keine Verwendung mehr dafür. Verdammt. Naja. Ein Yorkleff erscheint. Yorkleff, Yorkleff. Eines dieser Mysterien. Ta 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 ta. Gibt bestimmt einige Mysterien im Pokémon-Anime. War ja lang genug. Oder ist ja immer noch lang genug.
Aber schon schade, wenn diese Kontinuität da nicht da ist. Ich meine, das war doch tatsächlich. Es war ein gewisses Geheimnis. Man wusste nicht, oh, was soll das jetzt sein? Wo soll die Reise hinführen? Ich meine, was... Hätte man mit dem GS-Ball irgendein cooles Pokémon fangen sollen? Oder war da vielleicht sogar irgendein bestimmtes cooles Pokémon schon drin? Und er hat halt nur den ollen Ball nie aufbekommen. Gute Nacht, Livan. Und danke fürs Glückwünschen und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Was mache ich mit Erholung? Gute Frage. Pretzuma will ja immer, dass ich goldene Zeiten behalte, aber goldene Zeiten benutze ich nie. Aber Erholung würde ich auch nie benutzen. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Immer dieser Schwachsinn. So. Relaxo versucht Schnarcher zu erlernen. Ach was. Ja gut. Ohne Erholung nutzt mir das jetzt natürlich nichts. Achtung Wikipedia. In einem Interview von 2008 erwähnte Babada Hidaka, dass sich in MGS-Ball ein Celebi befinden sollte. Doch als feststand, dass Celebi im vierten Film eine so wichtige Rolle spielt, wollte man Celebi nicht noch einen größeren Teil des Animes widmen. Hätte man doch irgendwie verknüpfen können, oder? Tipps für Trainer. Das Item Fluchtseil ermöglicht es dir, nur aus einer Höhle zu entkommen. Unsere großen Vorbilder sind Dexio und Sina, das Wunderduo aus Kalos. Sina und Dexio haben als maskierte Helden schon alle Anfälle gelöst. Hiha. Warum ist hier ein Pokémon Center? Wo bin ich hier? Plätscherhügel. Prüfungsstätte der Inselwanderschaft. Guten Hunger, Faura. Ich wollte nur sagen, Mewtwo hatten sie doch damals auch in den Anime eingebaut. Und das führte dann zum Kinofilm hin. Was ich damals sehr cool fand. Route 5. Ein verworrener Weg. Ach, ich bin jetzt hier. Ich beginne zu verstehen. Alles klar. Heißt das, ich kann jetzt gegen dich kämpfen? Dieser alte Herr hier gibt alles dafür, dass die Kinder als Prüfungshelfer... Zeig mir doch mal, wie du alle... Ich hab noch nicht alle. Okay. Doof. Hallöchen, Soulscrasher. Sei uns auch herzlich gegrüßt bei dieser wunderbaren Runde Pokémon Mond an diesem Abend. Ich hätte nicht runterspringen sollen, habe ich so das Gefühl. Weil jetzt komme ich dort oben nicht mehr hin. Außer natürlich, ich fliege einfach. Und Hallöchen und guten Abend, Indie-Kult. Sei auch du uns gegrüßt. Danke fürs Reinschauen und so. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo die ganze Reise heute hingehen wird. Aber egal. Ich könnte ja spaßeshalber mal... Wie sieht's denn aus mit dem Glurak-Flieger? Was passiert denn da? Aha. Aha, aha, aha. Route 5. Route 8. Kann ich jetzt... Wohin soll der Flug gehen? Kann ich mir irgendwas Bestimmtes hier aussuchen? Tja, leider haben sie kein Pokémon eingeführt, welches klettern springen kann. Ja, das ist echt scheiße. Merke ich gerade. Aber okay, dann gehen wir mal hier oben hin. Guten Abend, Maschinenplay. Play. Der erste Film war auch am besten. Auch wenn ich nicht verstehe, warum sie die Szene mit dem Baby Mewtwo rausgeschnitten haben. Es gab eine Szene mit einem Baby Mewtwo? Lust auf einen Kampftausch? Kann dir jedes Item geben. Nee, danke. Das hier ist ein reiner... Ich spiele die Pokémon Story. Stream. Keine Ahnung. Ich spiele das Spiel zum allerersten Mal. Also das ein Kampf würde wenig Spaß machen, weil ich habe nichts. Und ich möchte mir jetzt nicht unnötig helfen lassen durch irgendwelche Items oder andere Sachen oder so. Ich will es einfach nur so erstmal durch das Spiel durchschaffen. Aber eventuell finden sich ja andere Leute im Chat, die ganz gerne mit dir spielen. Vielleicht. Reißlaus ist übrigens mit Phonifraß das einzige Pokémon mit einem SZ im Namen. Das ist interessant. Habe ich nie drüber nachgedacht, offen gesagt. Aber okay. Hering hat ja schon so viel Spaß beim Battle Royale. Ja.
Guten Abend, LP-Liebhaberin. Sei auch du uns herzlich gegrüßt. Die Dumm. So. Hier noch springen ist okay. Oder? Hätte ich. Nee, ist alles gut, glaube ich. Holerö, für uns Wanderer entscheidet die Größe des Rucksacks über die Stärke eines Trainers. Dabei ist das SZ bedeutend markant und schön. In der Schweiz gibt es das SZ nicht, oder? Schweiz oder Österreich? Oder beiden? Ich weiß es gerade nicht. Heißen die Pokémon dann da anders? Gibt es Pokémon in der Schweiz? Spielen Schweizer Kinder die deutsche Pokémon-Version? Wäre dann aber sehr irritierend, wegen SZ, oder nicht? Oder doch? Was einem so für Gedanken durch den Kopf gehen? Dup-di-dup. Laut Pokémon Go, ja. SZ-Dominanz. Da wird es ihnen einfach aufgezwungen. Ob sie wollen oder nicht. Weiß ich ja nicht, was ich von halten soll. Unmöglich, hast du meinen riesigen Rucksack nicht gesehen? Ich hätte gewinnen müssen. Die Größe des Rucksacks sagt gar nichts aus. Auf die Größe kommt es halt doch nicht an. Offenbar geht es nicht um die Größe des Rucksacks, sondern auch um den Inhalt. Das ist mal eine Metapher fürs Leben. Es geht nicht um die Größe, es geht um den Inhalt. Das finde ich schön. Dass einem solche tollen Sachen hier in Pokémon beigebracht werden. Du. Du findest die TM-59 Wirbler. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie gewissermaßen verstanden, Soul Crusher. Aber manche Dinge lässt man einfach so im Raum stehen, die erklärt man dann nicht unbedingt. Los geht's! Ass-Trainer Virginia fordert dich heraus. Oh mein Gott. Virginia. Zeige es uns. Was du so hast. Glaub aber nicht, dass Nintendo für Schweiz und Liechtenstein extra die Versionen bearbeiten. Nö, glaube ich auch nicht. Guten Abend, jedenfalls auch Briefumschlag 1896. Viele entscheidende Dinge sind im Jahr 1896 geschehen. Denke ich mal. Was für eine Rolle da allerdings ein Briefumschlag spielte, das weiß ich leider nicht. Ja, bitte ohne Briefbombe. Das wäre so schön. Eine bayerische Version von Pokémon. Es gibt bestimmt irgendwelche ROM-Hacks oder so, die dann so entsprechend bearbeitet wurden. Ich meine, es gibt fast alles. Warum denn nicht sowas? Vielleicht wäre das sogar eine Marktlücke. But nu. Das ist nicht sehr effektiv. Diebeskuss. Wie war das nochmal mit Unlichtattacken? Okay, war nicht gut. War mir nicht mehr sicher. Die Gründung des Hannoverschen Sportvereins von 1896. Ach so. Okay. Ja, das ist, das verstehe ich. Ich wohne da zwar nicht mehr, aber ich habe mal eine ganze Zeit lang in der Nähe von Hannover gewohnt. Mein alter Lateinlehrer, der war ein sehr großer Fan von Hannover 96. Und die Lateinstunden am Montag waren dann immer entweder okay, wenn Hannover gut gespielt hat, oder sie waren scheiße, wenn Hannover schlecht gespielt hat. Also man wusste immer schon im Vorfeld, was einen am Montag erwartet. Das war's. Hering gewinnt 3128 Pokédollar. Ja.
Mehr habe ich nicht zu sagen. Gut, dann halt nicht. Hypertrank. Hyper, hyper. Wie hieß dein alter Lateinlehrer? Das ist... Das ist eine sehr gute Frage. Möchte ich jetzt... Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen möchte. Nimm's mir jetzt nicht böse, aber... Bin mir gerade nicht sicher, wo die Frage hin abzielt, deswegen... Ich glaube jedenfalls nicht. Also, fragen wir mal andersrum. Welchen Jahrgang bist du? Weil ich hätte jetzt einfach mal ein bisschen jünger eingeschätzt als meine Wenigkeit. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass du meinen Lateinlehrer nicht kennen kannst. Weil der ist quasi gesehen, noch bevor ich die Schule beendet habe, in den Ruhestand gegangen. Und das war schon 2004 oder 2005. Dup, die dup. Es gibt aber bestimmt viele Lateinlehrer da draußen, die gerne, die Fußball verrückt sind. Möchte ich nie abstreiten. Oho, hast du etwa alle Trainer auf Route 5 so leicht besiegt? Dann hast du doch sicher noch genügend Kraft für die Mini-Prüfung eines alten Mannes übrig. Ich habe extra meinen Z-Ring mitgebracht, aber deswegen wirst du meine Mimik-Mini-Prüfung doch nicht ausschlagen, oder? Ich bin bereit. Dieses Jahr sollen die Kinder ja richtig auf Zack sein. Ich bin gespannt, ob da was dran ist. Dann zeig mir mal, ob ein Jungspund wie du mit der Mini-Prüfung eines alten Mannes fertig wird. Na dann. Lass sehen, was du hast. Prüfungshelfer Richie fordert dich heraus. Der Super Richie. Das ist Pokémon Mond. Kann man sogar tatsächlich eigentlich am Tagesstand erkennen, wenn du drauf achtest. Es ist momentan taghell und wir haben es nach 21 Uhr. Jo, dementsprechend ist die Mond-Edition. In Sonne müsste es ja jetzt eigentlich dunkel sein. Du. Ich dachte, jetzt kommt eine hyperkrasse Z-Attacke von ihm. Dabei ist nichts. Okay. Du hast meine Mini-Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Hering gewinnt 2000 und noch ein paar zerquetschte Poké-Dollar. Damit wäre die Mini-Prüfung abgeschlossen. Wirklich beeindruckend. Du hast Talent. Du hast meine Mini-Prüfung mit Bravour gemeistert. Hier ist deine Belohnung. TM96. Naturkraft. Ach, wenn ich euch junge Hüpfer mit all eurer Zuversicht sehe, dann kommt es mir vor, als würde mich die Sonne Alolas selbst anlachen. Das allein ist für mich Grund genug, Jahr für Jahr als Prüfungshelfer anzutreten. Hast du keine anderen Hobbys? Na gut. Okay, wo muss ich, wer muss ich, wann muss ich, wohin muss ich? Ohana Farm? Wenn du Route 5 folgst, soll doch Route 6 folgen. Plätscherhügel, Avenue Royal. Miltank! Dam, dam, da, da, dam. Deine Pokémon sind Wirfit. Wen sehe ich denn da? Das ist doch Hering! Oh nein. Nicht du! Ich habe dich sofort in deinem Gang erkannt. Ach ja, ich habe Maos Prüfung bestanden. Ihr Spezialmenü ist echt super lecker, was? Als nächstes geht's dann wohl zum Dimensionsforschungsinstitut, nicht wahr? Einfach immer geradeaus. Also, bis später! Okay. Bis später, Tali. Aha, freu mich. Oder so. Ja gut. Herings zweitbester Freund. Ja, Tali und ich, wir sind quasi so. Also, kann man nicht anders sagen. Dimensionsforschung. Waren wir schon im... Wir waren doch bestimmt schon im Dimensionsforschungsdingens, oder? Professor Kukui hat gesagt, dass wir zum Dimensionsforschungsinstitut gehen sollen. Psst.
Ja. Ich dachte... Kann man die Map nicht irgendwie größer machen oder so? Ich dachte, man könnte die Map größer machen. Immer gerade... Hat er nicht gesagt, immer geradeaus? Ich gehe jetzt einfach mal geradeaus. Was weißt du nicht? Passt schon. Hallo? Mein Bissbug ist wirklich sehr gründlich. Es gibt erst Ruhe, wenn es was gefunden hat. Es wird jetzt wohl den ganzen Weg bis zum Hanno-Hanno-Resort nach Items absuchen. Okay. Die haben dich rausgeschmissen, weil du zu früh da warst. Ich war zu früh da. Ich war zu früh da. Ich war zu früh da. Dimensionsforschungs! Ich hab's gefunden! Ganz alleine! Los, Wölkchen! Setz Platscher ein! Piu? Piu, piu? Ich will Hyperstrahl, nicht Platscher. Warum sagst du, ich soll Platscher einsetzen? Ich wollte nur einmal so wie Hering klingen. Ich habe bestimmt noch nie zu meinen Pokémon gesagt, setz Platscher ein. Will die mich veralbern oder was? Dir wurde so viel Leid zugefügt, Wölkchen. Deshalb war ich Pokémon-Trainern gegenüber immer etwas skeptisch und wollte nie selbst einer werden. Aber wenn ich Hering und Tali sehe, denke ich, dass Trainer doch etwas Tolles sind. Es ist, als hätten sie für mich eine Tür zur Zukunft geöffnet. Kann ich sie denn nochmal vor der Nase zuschlagen? Piu! Oh! Wölkchen hat unterdrückte Aggression. Also zumindest würde es mir so an Wölkchens Stelle gehen, aber naja. Hallo Hering, lange nicht mehr gesehen. Das hier ist das Dimensionsforschungsinstitut, auch DFI genannt. Professor Kukui wartet schon auf dich. Wie lief's bei den Prüfungen? Es gibt hier auf Akala ja ganze 3 davon. Das war bestimmt nicht einfach? War kein Problem. Sensationell, du hast tatsächlich alle 3 Prüfungen auf Akala bestanden. Das erklärt natürlich so einiges. Es erklärt, warum Mizunda sich dir so verbunden fühlt. Das sieht man nämlich. Ja, Wölkchen ist ein ganz armes Schwein. Genauso wie meine Wenigkeit. Beim Dimensionsforschungsinstitut sollten wir auch vorbeischauen. Bzzzt. So. Ich würde ganz gerne mal wieder das Pokémon-Forum wechseln übrigens. Warum soll Mizunda den ganzen Spaß haben? Hier, machen wir mal wieder so ein bisschen Wuffels-Action, ne? Passt schon. Und bam. Hallo. Lass mich raten, du willst ins Dimensionsforschungsinstitut? Woher ich das weiß? Ganz einfach, oben gibt es außer dem DFI nichts. Ja, Dimensionsforschung, wie? Dazu fällt mir dieses seltene Pokémon ein, von dem ich mal gehört habe. Es soll sich mit Hilfe von Ringen umher teleportieren können. Hooper? Meint er Hooper? Oder gab es noch was anderes? Ich weiß gerade nicht. In welches Stockwerk möchtest du? Natürlich ins 2. OG. Mhm. Ja, meint er. Josh. Hallo, mein Wirbelwind. Ah, da bist du ja wieder. Man sagt übrigens, man sollte schnell sein, wenn man morgen... Och, ich lass mir Zeit. Ich guck dann irgendwann am Nachmittag oder so. Mal um 4, keine Ahnung, wenn alle anderen Leute dann auch Feierabend haben. Nein, ich gehe natürlich gleich am Vormittag hin. Ich weiß schon Bescheid. Ist in Ordnung. Zumindest das, wenn ich schon das Vorbestellen nicht rechtzeitig hinbekomme. Also... Zumindest das kriege ich dann noch hin, morgen früh aufzustehen. Ob es dann trotzdem von Erfolg gekrönt sein wird oder so, weiß ich nicht. Aber naja. Wir werden sehen. Hier ringe ich auf dem 6 an. Brauchst du ein Zelt zum Übernachten? Ja, also eigentlich sollte ich langsam mal hingehen, oder? Wäre besser, wenn ich den Stream jetzt einfach unterbreche und mich dann schon mal da platziere. Um auf Nummer sicher zu gehen.
Vielleicht passe ich dann ja sogar die Wagenlieferung am Vormittag ab, wenn die ganzen Switch-Konsolen quasi reingeliefert werden, morgens um 6 Uhr oder so. Und dann, oh ja, vielleicht fällt mal eine Switch vom Laster oder irgendwie sowas in der Art. Passt schon. Darf ich vorstellen? Das ist Professor Burnett. Sie leitet das Dimensionsforschungsinstitut. Und sie ist ganz nebenbei auch meine... Geliebte? Kraftreserve. Na gut. Mit anderen Worten meine... Ah, natürlich. Mit anderen Worten meine Frau. Warum hat sie so komische Katzenaugen? Du musst Hering sein, nicht wahr? Lilly hat mir schon von dir erzählt. Sie meinte, du seist nicht nur eine zuverlässige Person, sondern auch ein großartiger Trainer. Ach ja, wie die Zeit vergeht. 3 Monate ist es nun schon her, dass ich Lilly bewusstlos am Strand gefunden habe. Ich denke immer noch gerne an dieses Ereignis zurück. Was? Und in ihrer Tasche befand sich Cosmog, ebenfalls völlig geschwächt. Ich weiß, dass er um 10 Uhr öffnet. Ich habe das alles schon eruiert. Ist alles in Ordnung. Ich weiß Bescheid. Hm? Sag mal, wo steckt eigentlich Tali? Ach, du kennst doch Tali. Er macht eben immer, was ihm gerade in den Sinn kommt. Aber er hat trotzdem eine große Zukunft vor sich. Eines Tages tritt er sicher mal in Hallas Fußstapfen. Im Ernst? Denkst du das wirklich? Oh Gott. Ah, da bist du ja. Um deine Frage zu beantworten, ja, das meine ich wirklich. Hallo Tali, schön dich mal wieder zu sehen. Übrigens mein Mondschein. Ich habe Hering hergebracht. Mein Mondschein. Mondschein ist auch eine Pokémon-Attacke. Übrigens meine Synthese. Übrigens mein Sonnentag. Übrigens meine Drachenwut. Übrigens mein Sandwirbel. Ihm gehen nie die Spitznamen für seine Frau aus. Finde ich faszinierend. Übrigens, mein Mondschein, ich habe Hering hergebracht, damit du ihm etwas über die merkwürdigen Phänomene hier bei uns in Alola erzählen kannst. Übrigens, mein Walzer. Ja. Das mache ich doch gern. Wenn du von merkwürdigen Phänomenen in Alola sprichst, meinst du natürlich... Die Ultrapforten! Badau! Okay. Es kommt nur sehr selten vor, aber manchmal kann man in Alola beobachten, wie sich am Himmel Löcher öffnen. Das klingt irgendwie nicht gesund. Diese Löcher führen anscheinend in eine andere, uns unbekannte Dimension. Wir vermuten das deshalb, weil dieses Phänomen bereits in alten Legenden dieser Region erwähnt wird. Darin heißt es, dass aus diesen Ultrapforten einst furchterregende Pokémon in unsere Welt getreten seien. Pew. War das irgendwie eine Wortmeldung, so nach dem Motto, hey, ich komme übrigens aus so einer Dimension? Wir haben kaum etwas Greifbares, kaum echte Beweise, aber ignorieren können wir... Darauf kannst du dich nicht verlassen, Machine Play. Ich habe das schon angerufen, ist alles in Ordnung. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, es ist furchtbar nett, aber ich weiß Bescheid. Und wenn ich morgen keine Konsole bekommen sollte, ist das trotzdem nicht der Weltuntergang schlechthin. Ich sag's nur, es ist alles okay. Wir haben kaum etwas Greifbares, kaum echte Beweise, aber ignorieren können wir die Sache deswegen nicht. Immerhin gibt's ja selbst im Pokédex bereits vereinzelt Hinweise auf die Existenz anderer Dimensionen. Furchterregende Pokémon? Selbst normale wilde Pokémon greifen doch schon mal Menschen an. Was gegen die Pokémon aus den Ultraforten allerdings komplett verblasst. Nicht umsonst hat man diesen Pokémon den Namen Ultrabestien gegeben. Okay. Das allein deutet doch schon darauf hin, wie sehr man sie gefürchtet hat. Schenkt man den alten Legenden Glauben, haben sie sich sogar erbitterte Kämpfe mit den Schutzpatronen der Inseln geliefert. Aber wie gesagt, das sind und bleiben erstmal nur Legenden. Was davon wahr ist und was nicht, muss erst noch herausgefunden werden. Ich würde wirklich nur zu gerne diese Dimensionsverwerfungen untersuchen und das Geheimnis um die Ultrapforten lüften. Das wäre einfach das Größte für mich. Wie du sehen kannst, haben wir in unseren Regalen bereits einiges an Daten zu den Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Aha. Sehen und hören wir uns doch einfach ein bisschen um. Yay.
Ich will hier raus! Hering, warum hörst du dir nicht an, was alle zu sagen haben, wo du extra hier bist? Nein, okay. Kann ich hier reingehen? Hering, warum hörst du dir nicht... Okay. Hi, Tali. Ich gehe als nächstes zum Dicta-Tunnel. Das ist eine Höhle, die von Pokémon gegraben wurde. Yay. In den Boxen kann man bis zu 6 Kampfteams registrieren. Und man kann ein und dasselbe Pokémon in verschiedenen Teams registrieren. Deswegen sind Kampfteams großartig. Großartig. Dank der Kampfvideos kann man nicht nur Link-Kämpfe noch einmal ansehen, sondern auch Probekämpfe durchführen. Deswegen sind Kampfvideos großartig. Vor einigen Jahren hat ein Mann namens Mohn eine Abhandlung zu Ultraforten veröffentlicht. Okay. Professor Burnett hat früher eine Dimension namens Traumkluft erforscht. Notizen zu Giratina. Es lebt in einer Zerrwelt, die auf der Kehrseite der unseren liegt und die sich aller Logik entzieht. Notizen zu Bronzong. Ihm wurden reiche Ernten zugeschrieben, da es durch Portale in andere Welten Regenfällen brachte. Aha. Notizen zu Palkia. Es kann frei das Gefüge des Raums manipulieren und so an entlegene Orte oder Dimensionen reisen. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie viel krasser die Pokémon im Laufe der Jahre wurden? Ich meine, okay, gleich in der ersten Generation, es gab Mewtwo, quasi gesehen das stärkste Pokémon überhaupt. Ein künstlich von Menschen erschaffenes Pokémon, das einfach mal alles, im Normalfall alles wegrockt. Aber was dann später so alles mit dazu kam, so an Dimensions-Pokémon und Herrscher über Land, Massen und Wasser, Ozeane und Wetter und schieß mich tot, ich habe keine Ahnung. Also irgendwie ist es verdammt gefährlich, in dieser Welt zu leben. Ja, Pokémon-Götter, natürlich die auch noch. Ist alles ein bisschen übertrieben, oder? So mit der Zeit. Irgendwann geben einem so auch ein bisschen die Superlativen aus. Hallöchen und guten Abend, Rango. 3 Monate ist es her. Ich wollte damals Professor Burnett besuchen, um mehr über Wölkchen, also über Cosmog, zu erfahren. Spricht man das eigentlich so aus? Cosmog? Oder Cosmog? Cosmog? Smogsmog? Smogon! Doch auf dem Weg habe ich mich verirrt und bin vor Erschöpfung am Strand ohnmächtig geworden. Professor Burnett hat mich gefunden und sich trotz später Stunde meine Geschichte angehört. Vielleicht konnte sie einfach nicht schlafen. Sie hat sogar ihren Mann, Professor Kukui, dazu überredet, mich in seinem Loft unterzubringen. Gemeinsam versuchen wir mehr über Wölkchen herauszufinden. Professor Burnett ist für mich wie eine richtige Mutter. Wow. Weiß sie denn von ihrem Glück? Werden Pokémon eigentlich in der Pokéwelt auch von Menschen gegessen? Fleckmon-Routen. Da haben die Menschen kein Problem mit. Andere interessante Frage. Werden Menschen in dieser Welt eigentlich auch von Pokémon gegessen? Umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Es gibt genug große Pokémon da draußen. Auch einige sehr große Pokémon, sehr aggressive Pokémon. Also erzählt mir doch nicht, dass die einfach so an der Menschenmenge vorbeilaufen, kommentarlos. Nö, das geht dann so wie im Jurassic Park. So stelle ich mir das vor. Piu. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, Wölkchen. Ich weiß es genau. Tilo. Ja. Das sind Fotos, die Professor Burnett und Professor Kukui gemeinsam zeigen. Mohn. Ja, wenn Wailord mal nicht aufpasst, ist richtig. Wie du sehen kannst, haben wir in unseren Regalen bereits einiges an Daten zu den Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Aber wenn du von einem Pokémon gegessen wirst, kannst du ja einfach einen Pokéball werfen. Wenn du noch dazu kommst, ja. Wenn du noch dazu kommst. Okay, war's das jetzt? Das waren interessante Informationen, nicht wahr, Hering?
Ja, geht halt. Also, wenn es diese Ultra-Bestien wirklich gibt, frage ich mich, was diese für Attacken haben. Wahrscheinlich Ultra-Attacken. Du hast doch alle drei Prüfungen auf Akala bestanden, oder? Bravo, sag ich da nur. Dann steht als nächstes der Pokémon-Kampf gegen Inselkönigin Myla an. Dabei handelt es sich um die wohl größte Herausforderung auf Akala, die große Prüfung. Viel Glück. Myla wohnt in Kunikuni City. Dorthin gelangst du über den Digda-Tunnel. Aber nimm dich vor Team Skull in Acht. Ich bleib noch hier. Es gibt ja etwas, worüber ich mit Professor Burnett sprechen möchte. Ich will, dass sie mich adoptiert. Hä? Ich gehe als nächstes zum Digda-Tunnel. Das ist eine Höhle, die von Pokémon gegraben wurde. Okay. Du hast doch alle drei Prüfungen auf Akala bestanden, oder? Bravo, sag ich nur. Steht als nächstes Pokémon. Ja, Kampf. Ja, du hast doch alle. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Lass mich einfach hier gehen. Ich möchte abhauen. Bitte. Lasst mich. In welches Stockwerk möchte ich? Ich möchte ganz nach unten. Ganz nach unten. Okay. Der Digda-Tunnel also, ja. Warte nu. Hä? Was? Wie? Oh mein Gott. Der Himmel öffnet sich. Was für ein Zufall. Wo wir doch gerade darüber gesprochen haben. War das eben ein Riss am Himmel? Das habe ich mir nur eingebildet. Da war nichts. Hering! Du hast bereits die Prüfung von drei Captains bestanden, oder? Dann musst du als nächstes durch den Digda-Tunnel und Myla treffen. Der Digda-Tunnel liegt ganz in der Nähe des Pokémon-Centers. Der Eingang ist leicht zu übersehen. Ach was. Am besten folgst du einfach den Wegweisern. Ich fange mir jetzt ein paar Pokémon. Das nächste Mal, wenn wir gegen kämpfen, hat er immer noch nur zwei in seinem Team. Ich fange mir jetzt ein paar Pokémon. Dupidup. Mein Bissbug ist wirklich sehr gründlich. Oh. Okay. Ich dachte, aber dann habe ich falsch gedacht. Moment. Beim Pokémon Center. Der Eingang ist leicht zu übersehen. Pokémon Center. Pokémon. Hier. Oder? Als alter Tunnelfan komme ich natürlich nicht drum herum, mich mit Digdas Höhle in Kanto und dem Digda-Tunnel in Alola zu beschäftigen. Der Digda-Tunnel liegt übrigens gleich hinter diesem Schild. Aha. Deswegen leicht zu übersehen, weil die Kamera hier halt so entsprechend ist. Naja. Oh, ein Rotom-Pokédex. Dann schaust du sicher regelmäßig? Nein. Falls nicht, öffne? Nein. Okay. Geheimnisvolle Musik. Hallo? Digda, Digda. Wer seid ihr denn? Hi. Oh, du bist es. Wir haben da ein kleines Problem. Seit kurzem wimmelt es in diesem Tunnel nur so von Digda. You don't say? Der Tunnel heißt Digda-Tunnel. Was hast du denn erwartet, was hier für Pokémon rumstreunern? What? Okay. Danke, Prinz Huma. Gute Nacht und viel Spaß. Deshalb dürfen gewöhnliche Trainer hier auch nicht durch. Aha. Wie läuft eigentlich deine Inselwanderschaft? Lass mich doch mal deine Z-Kristalle sehen. Wow, echt beeindruckend. Sogar Mahos Prüfung hast du bestanden. Für einen Trainer mit deinen Fähigkeiten sollte dieser Tunnel keine Gefahr darstellen. Am anderen Ausgang des Digda-Tunnels liegt Kunikuni City. Ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde. Wenn wir den Tunnel hinter uns haben, ist Kunikuni City nicht mehr weit. Bzzzt. Ich wollte gerade nochmal mit dir sprechen. Und schon fiel mich etwas aus dem Hinterhalt an. Es war ein Digda. Gut, wir können gleich wieder das Pokémon wechseln im Endeffekt. Also Wuffels darf sich trotzdem ganz kurz dran probieren. Oder auch nicht. Scheiße.
Wow! Intensität 9 war ein bisschen intensiv. Okay. Jo. Schade aber auch. Wuffels, komm zurück! Los! Ach, Laxo, mach du mal bitte. Da hier jetzt ja nur olle kleine Diktas rumlaufen, wäre ein anderes Pokémon wohl angebracht. Aha. Schön hast du das gemacht. Ja, ja. Bin stolz auf dich. So. Relaxo, hau sie putt. Hau sie wirklich putt. Hau sie bitte putt. Täusch mich nicht. Oh, cool. Die bringen sich gegenseitig um. Erst rufen sie um Hilfe und dann... Na gut. Wir nehmen das mal so hin. Also. Alola Diktas wollen weggebrutzelt werden, habe ich gehört. Dementsprechend wieder eine glasklare Aufgabe für Mizunder. Und willkommen zurück, Vauba. Am anderen Ausgang des Diktatunnels liegt Konikoni City. Ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde. Aber sie geht jetzt nicht voran. Natürlich nicht. Du siehst so aus, als wüsstest du auch mit Z umzugehen. Schauen wir doch mal, wer von uns beiden mehr Z in sich hat. Aber zuerst musst du alle Trainer an diesem Tunnel besiegen. Aha. Du findest das Item Fluchtseil. Na sowas. Wie nett. Und Adrett. Hä? Okay. Dieser Tunnel ist ein bisschen größer, oder? Oh, nicht nur Diktas. Wer hätte es nur für möglich gehalten? Ich habe ganz viel Z in mir, ja, ja. Alles okay. Ja, wir werden jetzt hier wohl eine kleine Weile tatsächlich unterwegs sein. Ich bin natürlich auch schon am Überlegen. Also, ja, je nachdem. Ich weiß halt nicht. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie der morgige Tag so läuft. Also, was dann am Vormittag passiert oder auch nicht passiert. Wie gesagt, ich hoffe ja sehr. Also, dass ich, egal in welcher Form, Zelda bekomme. Darum geht es mir ja im Endeffekt einfach nur. Ich würde es auch auf der Wii U spielen. Und mittlerweile wurde ja eigentlich auch gesagt, dass ich die Wii U und die Switch-Version. Die unterscheiden sich nicht wirklich, also nicht groß voneinander. Natürlich ist die Switch-Version ein bisschen besser so, aber ich würde jetzt vermutlich auch nicht sonderlich viel verpassen, wenn ich jetzt nur auf der Wii U spielen würde. Wobei mich jetzt gerade mal spontan interessieren würde, ob man die Wii U-Version auch nur mit dem Pro-Controller spielen kann oder ob man auf das Gamepad da angewiesen ist. Puh, dank Myla sind wir endlich einen Schritt weitergekommen. Alola, wir sind von der Aether Foundation. Wir beschützen Pokémon. Dass sie so viele Dicta gewütet haben, ist anscheinend das Werk von Team Skull. Team Skull ist eine Truppe furchtbarer Taugenichtse, die Spaß daran haben, Pokémon und Trainern Ärger zu bereiten. Dicta benutzen Tunnel, die sie über Jahre hinweg gegraben haben. Wir wollen dafür sorgen, dass sie sich hier bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen. Es sind immer noch Diktas hier, also passt bitte beim Durchqueren der Höhle auf. Okay. Ich werde nur alle Diktas töten, die ich unterwegs sehe. Ist in Ordnung. Ja, ich habe tatsächlich morgen frei. Gnädigerweise frei bekommen. Kann man mal machen für ein Konsolen-Release. Du findest das Item Hypertrank. Ja, da war ich mir eben nicht so sicher im Gameplay, weil ich jetzt nicht wusste, wie weit die... Oder ich hatte mich einfach nicht darüber informiert, wie die Versionen untereinander vielleicht nochmal angepasst wurden oder so. Keine Ahnung, dass bei der Wii U-Version dann doch darauf bestanden haben, besonders viel eben aufs Gamepad zu legen und so weiter. Hätte ich ja nicht so viel Lust drauf.
Aber, naja. Wenn ich es auch mit dem Pro-Controller zocken kann, dann ist das schon mal alles gut. Jo. Also ich werde es dann natürlich auch, sobald ich glorreiche Erkenntnisse habe, dann werde ich euch das auch in irgendeiner Form auf Twitter mitteilen. Zunächst einmal auf Twitter. Und dann... Ja. Sina ruft an. 10%. Wenn du wissen möchtest, was diese Zahl zu bedeuten hat, musst du dich nach Ula Ula zur Ether-Basis auf Route 16 begeben. Du bist auf einem guten Weg. Au revoir. Okay. Gut zu wissen. Oder so. Man muss sich seine Kräfte einteilen können. Ansonsten ist man schnell aus Atem. Okay, okay. Ich teile meine Kräfte ein. Arbeiter Fabrice fordert dich heraus. Und dann darf ich nicht vergessen, dass ich an diesem Wochenende vielleicht auch noch mal was anderes machen muss oder so. Also, videotechnisch. Banjo-Kazooie Schraubelocker zum Beispiel. Muss ich immer noch beenden. Also ich bin noch nicht fertig damit. Das heißt, eventuell, bevor ich irgendwas anderes mache, werde ich auch erstmal das irgendwie durchziehen. Bei der Wii U-Version brauchst du allerdings 3 GB freien Speicher auf der Konsole. Ich hatte... Eigentlich hatte ich nicht gelesen, dass man das auf der Wii U sogar... Muss man das Spiel da drauf nicht sogar so weitestgehend installieren oder irgendwie sowas in der Art? Ich dachte, das wären mehr als 3 GB, die ich da drauf packen muss. Also ich hatte mich schon auf mehr eingestellt. Wenn es nur 3 wären, dann wäre es ja okay. Ich meine, müsste ich trotzdem, glaube ich, jetzt irgendwas runterschmeißen von der Wii U. Aber naja. Du hast mehr Ausdauer, als ich dachte. Spart man seine Kräfte, kann man seine letzten Reserven mobilisieren, wenn es drauf ankommt. So eine Pleite! Wir wollten nur ein bisschen auf den Putz hauen. Da haben uns plötzlich diese Dickda umzingelt. Verhauen und weggeputzt wurden also nur wir. Checkst du überhaupt, wie mich das aufregt? Das regt mich total auf. Und jetzt weißt du's. Wir wollen jetzt also auch irgendwen verhauen und wegputzen. Und da kommst du gerade recht. Hering! Ich habe mich schon gefragt, mit wem du hier rumhängst. Aber es ist ja nur Team Skull. Was bist denn du für ein freches Früchtchen? Euch zwei Belger putzen wir im Duett weg. Ich wollte mich allein um die kümmern. Tali, geh weg. Du hast damit nichts zu tun. Wusch, wusch, wusch. Team Skullrüpel und Team Skullrüpel möchten kämpfen. Na dann. Los, Mizunder! Pikachu. Pika! Okay. Alles okay, Tali. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Ja, natürlich. Glorreiche Viererkämpfe. Wuhu! So, ich bin fertig, Tali. Jetzt mach du mal den Rest. Naja. Naja. Es sei dir verziehen. So ein bisschen. So ein kleines bisschen. Wie dumm. Das ist der Anfang vom Ende. Aber jetzt geht's steil bergab, yo. Ich fühle mich total benebelt. Kann mal einer die Wolken, die um meinen Schädel kreisen, wegpusten? Er gibt sich doch Mühe, Hering. Naja. Wer wird denn gleich so auf den Putz hauen? Immer werden wir verhauen und weggeputzt. Genau. Ist ja nicht so, als hätten wir vor, die Weltherrschaft an uns zu reißen oder so. Also macht mal halblang. Und tschüss. Wow, Hering. Wenn ich zusammen mit dir kämpfe, sind die Pokémon alle so entspannt. Ja. Das beweist, was für ein klasse Trainer du bist. Hier, das möchte ich dir schenken. Top Ether. Danke. Mit Top Ether kannst du alle AP einer Attacke auffüllen. Ich weiß. Lass uns jetzt etwas Spaß mit den Dickda haben. Lass uns jetzt etwas Spaß mit...
Spaß, Dicta. Route 9, ein kurzes Vergnügen. Okay, gut, wir waren mit der Höhle noch nicht fertig. Ich will jetzt den Rest hier noch erforschen. Ich will. Ist alles okay. Auch wenn das noch etwaige Zubat-Kämpfe und so weiter nach sich zieht. Was wäre denn der schlechteste Fall, der morgen eintreten könnte? Der schlechteste Fall wäre, dass der Mediamarkt-Mitarbeiter mich lauthals auslacht, weil ich es wage, nach einer Switch zu fragen. Und dass er mir sagt, dass sie auch kein Zelda für die Wii U haben, dass sie kein Horizon Zero Dawn für die PlayStation 4 haben. Und ja, was wäre dann der Plan? Ich glaube, dann wäre ich so verzweifelt und würde mir Paper Mario Color Splash kaufen für die Wii U, damit ich wenigstens irgendwas habe am Wochenende. Knizunda erreicht Level 33. Yay. Kratzfurie. Nee. Eigentlich nicht. Warum lernen meine Pokémon auf höherem Level nur Blödsinn? Verstehe ich nicht. Oh, was haben wir hier? Hallo? Du findest das Item Finsterball. Oder du machst einen 12-Stunden-Tetris-Stream. Yay. Stimmt, ich könnte es herunterladen. Das ist natürlich... Das wäre ein sehr großer Ausweichplan. Aber das finde ich doof. Ich will Zelda in meinem Regal stehen haben. Pokémon sind so vielseitig einsetzbar. Einige können sogar Tunnel graben. Wie lange magst du heute streamen, so Hering? Weiß nicht. Also ich hätte jetzt schon noch ein bisschen gemacht, wenn du so fragst. Ich meine, wir haben es jetzt erst 10 vor 10. In den Flur setzen und so lange heulen und schreien, bis der Verkäufer dir aus Mitleid eins schenkt, das wäre der Notfallplan. Entweder das läuft dann gut, oder die schmeißen mich hochkant raus. Weiß nicht genau. Andererseits, kann Mediamarkt sich das leisten, hä? Einen sehr, sehr unglücklichen Kunden zu haben? Ich glaube irgendwie nicht. Also, der Kunde ist König. ja, nee. Soll eine andere Attacke durch Elektroball vergessen werden? Ja, gerne doch. Aber ich weiß nicht was. Magnetbombe. Diese Attacke trifft immer. Feuert Energiestrahl, senkt eventuell Genauigkeit. Wofür war Elektroball? Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel... Aber das ist doch für Magnetilo scheiße, oder? So berauschend ist seine Initiative ja gar nicht. Funkensprung, Elektrohieb, der... Finde ich auch doof. Finde ich auch doof. Deine Pokémon sind einfach stark, meins ist aber auch nicht ohne. Ja, Elektroball hat eine Stärke von 60, aber der Funkensprung hat eine von 65. Also warum hätte ich jetzt die Elektroattacke wechseln sollen? Nachher bekommt Hering noch Hausverbot, ja. Ich würde sagen, du schnappst dir jetzt ein Zelt und einen Campingstuhl und stationierst dich auf den örtlichen Mediamarkt-Parkplatz. Ja. Das steht dann jederzeit im Greifswalder Let's Player von hiesigen Mediamarkt zum Weinen gebracht. Shitstorm im Internet. Ja. Da kann ich mich wie ein richtiges Arschloch morgen benehmen und dann so sagen, ihr müsst mir jetzt eine Switch verkaufen, weil ansonsten machen euch meine Follower die Hölle heiß. Ich glaube nur, das wird nicht so hundertprozentig funktionieren. Wir sind den Dick da sehr dankbar dafür, dass wir ihre Tunnel benutzen dürfen. Deswegen halten wir sie guten Schuss. La 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 la. Weil der Spezialangriff von Magnetilo der deutlich bessere ist. Aha. Okay, gut. Machen wir wieder eine falsche Entscheidung. Alles klar. Aber ich finde Funkendingens trotzdem sympathischer, weil es kann in der Theorie paralysieren. Gut, jetzt werdet ihr sagen, du hast ja Donnerwelle. Das ist richtig, aber mit Donnerwelle kann ich ja nur paralysieren und nicht gleichzeitig noch angreifen. Egal. In meiner Logik macht das Sinn. Ich werde es überleben. Dann sind meine Pokémon halt verkorkst, na und? Kommt trotzdem hier durch.
alles in Ordnung. Ein paar tausend Abos hast du ja. Ja. Naja. Du siehst so aus, als würdest du auch mit Z umzugehen. Schau doch mal. Habe ich jetzt nicht alle? Wer steht denn hier noch rum? So viel größer ist die Höhle doch gar nicht. Hab ich irgendeine Abzweigung übersehen? TMs benutze ich im normalen Spielverlauf normalerweise auch nicht. Du. Ja, bald sind es 8000 Abonnenten, aber von den 8000 Abonnenten, wie viele wissen denn davon noch, dass es mich gibt? Fragen wir doch einfach mal so in die Runde. Schätzungsweise vielleicht 500 oder so. Na gut, vielleicht noch ein paar mehr. Das sind immer die, die dann irgendwie nach Monaten oder Jahren dann so schreiben, ey Hering, dich gibt's noch? Mensch, ich habe damals deine Videos voll gerne geguckt und so, bla 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 und so weiter und so fort. Und danach höre ich wieder Wochen und Monate lang nichts von denen. Das ist dann immer so, ja. Ja, natürlich gibt's mich noch. Wo sollte ich denn sonst sein? Ach, Leute. Naja, gut. Ist dann halt so. Ah. Dü. Trotzdem freue ich mich natürlich ein bisschen, wenn ich dann tatsächlich die 8000 Abonnentenmarke geknackt habe oder so. Sieht dann halt schon mal wieder ein bisschen was anderem aus. So ein bisschen. Da steht eine 8, nicht mehr eine 7. Ist doch nett. Kann man machen. Dup-di-dup-di-dup. Aha. Der Steinblock sieht groß und schwer aus. Ach was, das packen wir. Naja. Ich schaufle ein Loch. Das ist schön. Danke für diese Information. Arbeiter Tadasu fordert dich heraus. Kiesling. Los, Mizunda. Zerbeiße es in seine Einzelteile. Ist er ein Diktor? Weiß nicht. Vielleicht ist er auch einfach nur Plemplem. Das wäre jetzt so mein Verdacht gewesen. Pampuli. Das macht doch eigentlich eher ein Mäh oder so. Dieses Geräusch von Pampuli. Wirkt sehr seltsam. Schönes Pokémon. Sag ich noch. Okay. Es war so klar. Wow. Okay, habe ich ein bisschen unterschätzt. Cool. Nicht schlecht. Sag ich da mal an der Stelle. Damit hatte ich ja überhaupt gar nicht gerechnet. Dup-di-dup-di-dup. Am liebsten würde ich mich in dem Loch verkriechen, das ich gerade geschaufelt habe. Ich grab ein Loch und schütte es später wieder zu. Ich kann einfach nicht anders.
Okay. Geduld feuert den doppelten Schaden, den ich selber erhalten hat, auf dich zurück. Aha. Das erklärt die Power dahinter. Na dann, knöpfen wir uns den komischen Karate-Heini hier vor. Wie scheint, konntest du alle Trainer hier besiegen. Du bist also in der Lage, Z zu beherrschen. Dann sollten wir uns miteinander messen und herausfinden, wer mehr Z in sich hat. Dann kommen wir nun zum Z-Vergleich. Fangen wir an. Eine Antwort, die mir gefällt. Mein Z ist aber nicht zu unterschätzen. Ein Z-Duell, hier und jetzt. Der ist aber ganz schön damit, ne? Und lass mich raten, der wird jetzt auch kein einziges Mal seine Z-Power einsetzen. Schwarzgurt Reiji fordert dich heraus. Hariyama. Oh. Das ist aber ein knuffeliges Pokémon. Ich weiß nicht, das ist schön groß, das hat so riesige Hände. Ich wette, das ist so ein Pokémon, das kann man eigentlich ganz gut umarmen. Einfach so, wenn man gerade so Bock drauf hat. Wenn man mal wieder jemanden braucht. Ah ja. Irgendwie könnte es sein, dass es nicht gut ausgeht. Hoppla. Hariyama hüllt sich in Z-Kraft. Ja. Fulminante Faustschläge. Okay. Das hat jetzt in der Tat ein bisschen was von Dragon Ball Z. Aber ist in Ordnung. Gut, gefällt mir. Solange es nicht zu viel Lust hat, dich zum Armen. Mhm. Wow. Ach, Fleckmon. Du bist schon ein schönes Schnuffiges, ne? Eieiei. Alles klar, Rangu. Dann gute Nacht und viel Spaß und bis bald. Hoppsala. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Die sind ja alle so toll hier. Okay. Relaxo. Ist zumindest von der Körpergröße her der richtige Gegner an der Stelle. Ja, das ist okay. Hiermit erkläre ich das Z-Duell für beendet. Dein Z ist sehr beeindruckend. Du bist ein wahrer Z-Meister. Als Anerkennung deines Z gebe ich dir das hier. Du hältst das Item Top-Beleber. Na danke. Es gibt noch andere Trainer, die über Z verfügen. Wenn du dein Z weiter ausbauen willst, dann solltest du sie aufsuchen. Vor allem sollte ich jetzt einfach mal das nächste Pokémon-Center wieder aufsuchen. Du hast offensichtlich eine große Boden- und Kampfschwäche im Team. Offensichtlich. Da könnte man mal was gegen machen. Wenn man denn Lust hätte. Düp, düdüp, 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 düdüp. Vielen Dank für deine Geduld. Bitte beehre uns bald wieder. Mach ich doch glatt. Hab schon ein Abo aufs Pokémon Center. Dauerkarte gelöst. Dup, 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 dup. Ja, keine Ahnung, für Kampf-Pokémon. Ich hatte ja mal Trompec im Team, ne? Sobald Fleckmon entwickelt ist, könnte diese Schwäche behoben sein. Ja, Fleckmon ist halt so ein bisschen... Momentan halt ein bisschen enttäuschend, leider.
Aber als Lamus sollte es dann ja doch ein bisschen mehr reinhauen können. Wie es halt bei so manchen Pokémon ist, wenn es sich entwickelt. Lalalala. Wo er gerade so von Z und so weiter gesprochen hat und mir das sowieso in den Sinn kam von wegen Dragon Ball Z und so. Schaut irgendeiner von euch aktuell Dragon Ball Super? Also quasi die Fortsetzung, die ja seit einiger Zeit in Japan läuft. Ich schaue das seit den letzten 4-5 Wochen wieder regelmäßig. Ich habe eine ganze Weile das so ein bisschen ausgelassen, aber jetzt steht bald wieder in der Serie ein größeres Turnier an. Und das finde ich schon auf eine gewisse Art und Weise sehr spannend. Vor allem, weil jetzt momentan auch schon einige Vorrundenkämpfe ausgetragen werden. Also nicht direkt Vorrundenkämpfe, sondern mehr so ein Vorturnier vor dem eigentlichen Turnier findet statt. Und da sind die Kämpfe eigentlich auch ganz cool. Das habe ich auch schon von vielen gelesen, Brief vom Schlag, dass sie irgendwie nicht so viel damit anfangen können. Aber ganz ehrlich, Geschmäcker sind halt verschieden. Keine Ahnung, Punkt. Kann man nichts weiter, dann glaube ich. Ist dann halt so. Aber momentan spüre ich echt wieder so richtige, also teilweise zumindest richtige Dragon Ball Vibes. Natürlich, mir selber gefällt auch nicht unbedingt die Darstellung von Son Goku in der Serie. Das liegt aber, ich glaube, vieles macht tatsächlich der Sprecher einfach aus. Wenn man Dragon Ball Z damals auf Deutsch gewohnt war, mit der Stimme von Tommy Morgenstern, dagegen ist halt, ja, der japanische Sprecher bzw. die japanische Sprecherin von Son Goku, das ist halt eine ganz andere Welt. Dadurch ist der ganze Charakter irgendwie plötzlich anders. Das ist sicherlich so ein Aspekt. Und ja, ich habe so das Gefühl, das ist ganz seltsam. Dragon Ball Z hat sich so aufgrund dieser ganzen Filler-Geschichten und so weiter und der Tatsache, dass so Kämpfe 20 Episoden gedauert haben und so, das hat sich immer so extrem viel Zeit gelassen mit dem Erzählen. Jetzt bei Super wird das alles viel schneller abgehandelt und also teilweise würde ich mir fast sogar wünschen, wenn es mal ein bisschen länger dauern würde, irgendwie so manche Sache, das wird mir teilweise zu schnell abgehandelt. Also so, Aquawelle. Problem ist, Aquawelle ist genauso wie Aquaknarre eine Spezialattacke. Und sein Spezialangriff ist mies. Flegmon, warum lernst du Attacken, die für dich mies sind? Das verstehe ich nicht. Stärke 60, Stärke 40. Ja gut, dann hau halt die Aquaknarre weg. 1, 2 und Schwupp. Prinzipiell finde ich es sehr gut, dass Dragon Ball fortgesetzt wird. Die Umsetzung ist in meinen Augen eher bescheiden. Von allem her? Oder kannst du das so einteilen in Story mag ich nicht oder Zeichenqualität mag ich nicht? Hallöchen und guten Abend, Tobi 478. Polizeiwache von Route 9. Kein Blickkontakt, kein Kampf. Route 9. Ich habe einfach nichts zu tun. Wie wär's mit einem kleinen Kampf gegen die Langeweile? Das ist ja wie unsere Polizei. Die kommt bei uns auf Arbeit immer auch zum Kaffeetrinken vorbei. Habe ich nicht laut gesagt. Polizist Drake fordert sich heraus. Yay.
Und das mit den Nebencharakteren wird in Dragon Ball Super zumindest teilweise so ein bisschen aufgefangen. Ich weiß nicht, da hast du dann zwischendrin mal so Episoden, wo mal wieder Krillin im Vordergrund steht oder so. Oder jetzt bei diesem Mini-Turnier, was ansteht, da hatte man zum Beispiel einen ziemlich coolen Kampf von Buu gegen jemand anderen halt. Was sich auch über die ganze Episode gestreckt hat und so weiter. Und das ist dann, weiß nicht, das macht dann Spaß, sowas zu sehen. Finde ich persönlich. Jetzt als letztes war Son Gohan dran. Der hatte dann auch mal wieder einen netten Kampf. Und in der nächsten Episode darf dann Son Goku eben kämpfen. Ja, also im Vorfeld entschuldigen bringt relativ wenig, Tobi. Also, wenn du denkst, dass es nicht geeignet ist, dann schreib es erst gar nicht rein in den Chat. Ist für uns alle einfacher. Ist natürlich schade wegen deinem 3DS, aber wie gesagt, keiner von uns kann was dafür. Dafür sollte ich dich eigentlich verhaften? Nee, ist natürlich nur Spaß. Hohoho. Ja, so siehst du aus. Die bekommen immer aufs Maul, wenn die nicht Son Goku heißen. Das ärgert mich halt. Ja, wie gesagt, also jetzt... ja, keine Ahnung. Natürlich ist Son Goku schlussendlich immer derjenige, der den Tag rettet. Ne? Das hat sich ja über die ganzen dann immer so hinweggezogen. Ist ja richtig. Aber zwischendrin hast du eben dann doch mal ganz interessante Begegnungen oder Kämpfe von den anderen Charakteren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und jetzt bei diesem großen Turnier, was jetzt ansteht in Dragon Ball Super, das ist zum Beispiel so, dass auch Muten Roshi wieder eine Rolle bekommt. Tenshin Han, C17 und C18. Weiß man natürlich nicht, wie groß das alles ausfallen wird. Und im Endeffekt wird natürlich sowieso Son Goku das Turnier gewinnen. Kann man wohl von ausgehen. Aber wenn die anderen Charaktere trotzdem einigermaßen hier und da gut mitmischen und so, dann weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Finde ich ganz schön. In Alola muss man selbst als Polizist nicht besonders stark sein. Ist ja alles friedlich hier. Ist ja alles friedlich hier. Okay. Scheint der perfekte Job zu sein. Darf einer der Nebencharaktere gewinnen? Tja, wie gesagt, also Buu hatte... Okay, das ist jetzt alles... Wäre jetzt blöd, wenn ich Spoiler, oder? Vielleicht ist es nicht so ein großer Spoiler. Das Turnier ist eh nicht wichtig. Also Buu hat seinen Kampf zum Beispiel gewonnen. Obwohl es am Anfang auch ein bisschen eher danach aussah, als würde Buu voll eins auf die Plauze bekommen. Das war irgendwie nett. Und ja, da es jetzt einige Nebencharaktere dann eben sind, die auch wieder den Sprung in dieses große Turnier schaffen, die werden ja wohl nicht alle reihenweise verlieren und nur Son Goku wird seine Kämpfe gewinnen. Ich würde schon sagen, dass da dann auch ein paar ausgeglichene Dinger dabei sein werden. Also falls es nicht wirklich dringend sein sollte, dann sei doch so gut und komm später wieder. Ich genieße gerade meine wohlverdiente Pause. Ja. Hast du dich verlaufen, hilft dir die Karte weiter. Auch ich benutze sie oft, das ist keine Schande. Wovon ich aber tatsächlich enttäuscht bin, und das sage ich gleich gerade heraus. Also, Piccolo hätte, naja, er hätte schon den ein oder anderen besseren Auftritt jetzt auch in Dragon Ball Super verdient gehabt, aber auch das haben sie wieder nicht so richtig gebacken bekommen. Was mir unendlich leid tut einfach, weil Piccolo so ein toller Charakter einfach mal war. Das ist so schade. Aber okay, auch der ist jetzt bei diesem Turnier wieder mit dabei. Und ich hoffe sehr, dass er endlich mal anständig wieder kämpfen darf. Mein Gott, kann das ja schwer sein. Und tschüss, Tobi. Was wäre ein Besuch von Konikoni ohne einen Abstecher zu Inselkönigin Mylas Laden? Dort werden rätselhafte Steine verkauft, die bei bestimmten Pokémon die Entwicklung auslösen. Du. Der Friedhof am Hügel des Gedenkens wurde in der Nähe der Ruinen des Lebens angelegt, die dem Schutzpatron Kapufala geweiht sind. Damit wollte man wohl gewährleisten, dass die Pokémon in Frieden ruhen können. In Frieden ruhen. Zum Hügel des Gedenkens. Dahinter weiter zu den Ruinen des Lebens. Aha. Alles klar, LP-Liebhaberin. Gute Nacht und vielen Dank. Mal gucken, ob ich Glück habe. Tipps für Trainer. Berühre im Pokémobil-Auswahlmenü eins der Plus-Symbole, um das nebenstehende Pokémon mit einer Richtung auf dem Steuerkreuz zu verknüpfen. Danach kannst du es jederzeit herbeirufen,
ohne dafür extra das Menü öffnen zu müssen. Du findest das Item Netzball. Pokémon und ihre Trainer widmen ihr Leben dem Kampf. Doch was mit uns Anglern? Ich weiß es nicht. Angler Matthias fordert dich heraus. Oh, Lumpy. Das Lampen-Pokémon. Wenn ihr gerade keine Lampe zur Hand habt, schnappt euch doch einfach euer Lumpy. Und stellt es irgendwo hin. Finde ich gut. Der Angler, der natürliche Feind aller Heringe. Ja. Wenn Pokémon anbeißen, bedeutet das Glückseligkeit. Wenn sie entkommen, bedeutet das Kummer. Wie weise. Träume sind wie Luftblasen im Wasser. Ehe man sich's versieht, sind sie geplatzt. Apropos Luftblasen. Wusstest du, dass man an Felsen im Wasser, von denen Luftblasen aufsteigen, seltene Pokémon angeln kann? Ja, wusste ich. Danke. So, was ist das hier? Hallöchen Alpha. Warst du nicht vorhin schon da? Egal, hi. Botogel, Botogel, Botogel. Aha. Das ist mal... sieht hübsch aus. Juhu! Ah. Einer der besonderen NPCs. Was ist das denn? Herzlich willkommen! Was können wir für dich tun, junger Herr? Oh yeah, wollen wir uns mal wieder... Ja komm, Haare schneiden und färben. Das kostet 5000. Ja, ja. Komm. Gib's mir. Boah, wow, Hering, du hast ja Mizunder geschnappt. Dieses Pokémon kenne ich auch. Ich bin ein riesiger Fan von Mizunder. Also gut, was soll es heute sein? Ich möchte... Was habe ich denn momentan? Ich möchte sehr kurz. Sehr kurz? Ja. Alles klar. Und was für eine Haarfarbe soll es sein? Ein knalliges Rot. Rot gibt's nicht. Ich möchte mal wissen, was Aschbraun ist. Du bleibst also bei deiner jetzigen Farbe? Ach, das ist Aschbraun. Nein. Dann möchte ich Dunkelbraun? Dunkelbraun? Ja. Wie gesagt, es ist ein Verbrechen, dass man das im Vorfeld nicht sehen kann. So wie in verdammt normal jedem anderen Spiel, das sowas ähnliches wie ein Charaktereditor hat. Mein Gott. Ich verpasse der Tönung nur auf den letzten Schliff. Wasch, wasch, schnipp, schnapp. So, das wäre geschafft. Oh, wow. Tada, toll siehst du aus. Das erinnert sogar... Es ist fast so ein bisschen wie... Er hat noch ein bisschen mehr Haare als ich. Aber nur ein bisschen. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch, junger Herr. Okay. Cool. Jetzt siehst du aus wie Cody aus Digimon. Ja, oder das. Hypno-no. Ich würde das Fell meines Hypno gerne um den Hals herum etwas kürzer schneiden lassen. Wenn es nur endlich mal aufhören würde, mit seinem Pendel die Friseurin zu hypnotisieren. Du brauchst noch einen Anzug. Vielleicht können wir uns hier einen besorgen. Man kann hier ja scheinbar einkaufen. Wie wäre es mit etwas wohlriechendem Rauch? Hier möchtest du etwas Luft kaufen? Feinste Abgase, nur für dich. Ich werde etwas kaufen. Seerauch, Lachsrauch, Rosenrauch, Scheuchrauch, Steinrauch, okay, nee. Komm bald mal wieder. Wie wär's heute mit einer Lomi-Lomi-Massage für deine Pokémon? Das lässt sie zutraulicher werden. Soll ich dein Mizunder nach Lomi-Lomi-Art verwöhnen? Was bedeutet das genau? Wunderbar, dann werde ich dein Mizunder kurz an mich nehmen. Danach war mein Mizunder nie mehr so, wie es vorher war. Das war's auch schon. Durch die Massage ist dein Pokémon etwas zutraulicher geworden. Aha.
Hier gibt's viele Dinge, die ich in meiner Heimat noch nie gesehen habe. Das macht das Reisen gleich doppelt so spannend. Die Steine und Fossilien in Mylas Laden da hinten kommen mir allerdings sehr bekannt vor. Mhm. Steine und Fossilien, ja. Klamotten? Klamotten. Ja, gute Nacht, Machine Play. Und danke. Und dann bis morgen oder so. Sofern du dich von deiner Switch dann loslösen kannst. Pikachu. Stimmt gar nicht. Pikachu. Das Pikachu sagt Pikachu, da steht aber nur Chu. Voll die Verarsche. Violette Kleidung steht meinem Pikachu wohl immer noch am besten. Weißt du was? Wenn ihr auf dem Festival Plaza ein anderer Spieler einen Modeartikel empfiehlt, der dir gefällt, kann er ihn für dich bestellen. Herkömmliche Klamotten stehen Kommandutan einfach nicht. Vielleicht sollte ich mir das Geld sparen und stattdessen ein paar Items für Kämpfe kaufen. Was bist du denn? Dutan. Okay. Willkommen, ich will etwas kaufen. So, was haben wir denn hier? Lässiges Tanktop. Ein Yonago-Shirt. Ein Plaudergeist-Shirt. Ups, nein. Eigentlich wollte ich... So kann ich mich drehen, genau. T-Shirt mit Karo-Muster, ja, ist sicher. Sport-Tanktop. Okay, die Auswahl ist mal wieder überragend. Das sind ja meine allerliebsten Lieblingssachen hier. Ah. So, was noch? Lässige Halbhose. Mhm. Sportliche Halbhose. Sportliche Halbhose legendär. Was macht sie denn bitte schön legendär? Verstehe ich nicht. Aber wir können ruhig mal was Knalliges nehmen oder so. Hier, wir nehmen mal diese komische Samenhalbhose. Sportschuhe. Mhm. Ja, dazu mal so weiße, schwarze Sportschuhe. Oh! Kann man einen Rucksack besorgen. Lederrucksack mit Gurtband. Aha. Sieht aber schon sehr schultaschenmäßig aus irgendwie. Will ich mir so einen Rucksack besorgen? Ich finde den normalen Rucksack eigentlich besser als das andere. So, lässige Kappe. Sportkappe. Sportkappe legendär. Hm. Hm. Ich kauf mal die legendäre Sportkappe. Keine Brillen, kein Haarschmuck. Woran erkennt man denn bitte schön, dass das hier ein Libiskus-Tanktop sein soll? Ich sehe da keinen Libiskus, offen gesagt. Gute Nacht, Alpha. Und bis bald und so. Ach so, weil ich beim Beige... Ich war bei Beige auch. Okay, es scheint so, dass ich irgendwie auch... Ich sollte auch bald schlafen gehen. Irgendwie... Na gut. Alles klar. Na gut, wir sehen ein bisschen bescheuert damit aus. Passt. Möchtest du... Ja. Vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder.
Ich sehe jetzt so aus wie ein unglaublich... Wie ein unglaublich toller Mensch. Nee, hat eher ein bisschen was von Touristen, aber... Hi. Konnichiwa. Hier kannst du TMs kaufen, kann ich helfen? Ich will kaufen. Protzer, Giftschock, Doppelteam, Fußtritt, Dunkelklau, Drachen... Nee. Möchtest du wissen, wie zutraulich deine Pokémon sind? Ja. Na? Na? Sag nichts Falsches. Dann lass mich mal einen Blick auf deinen Mizunda werfen. Es ist unglaublich zutraulich. Deine bloße Anwesenheit macht es schon glücklich. Oh mein Gott. Gut siehst du aus. Danke. Hi, ich verkaufe Naturheilmittel. Das ist nur ein Hobby von mir, aber mein wahres erstklassig. Ist dein Stand hier überhaupt erlaubt? Hast du eine Lizenz dafür? Darfst du deine Waren hier einfach so verkaufen? Renn gleich zur Polizei zurück. Herzlich willkommen, junger Herr. Ein Tisch für eine Person? Nein. Essen ist meine große Leidenschaft. Pokémon-Kämpfe sind der sportliche Ausgleich. Schlank werden dabei aber nur meine Pokémon. Vielleicht, weil nur sie sich bewegen? Pandia. In Alola treffen die Esskulturen verschiedener Regionen aufeinander, was ganz neue Gerichte hervorbringt. Man kann immer von anderen lernen. Ich lasse mich zum Beispiel oft von Attacken meiner Gegner inspirieren. Eine Sache überdrüssig zu werden ist normal. Das ist die Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Aber die Speisekarte hier trifft immer meinen Geschmack. Daher bleibt es bei mir alles beim Alten. Gutes Essen macht glücklich. Je besser ich also koche, desto fröhlicher sind alle. Yay. Glücklich. Hallo? Oh. Hi. Was? Ich kann wieder nicht ins Bett? Was ist los? Warum geht mein Hauptcharakter auf einmal nicht mehr in die Betten? Ich bin enttäuscht. Ganz weit oben auf dem Speiseplan? Oh nein, ich hab's vergessen. Es ist in Ordnung. Ja. Dieses Magma habe ich von Captain Chiave bekommen. Er glaubt, ich habe großes Potenzial als Koch, insbesondere als Grillmeister. Außerdem habe ich mit Magma eine bessere Chance gegen Maho und ihre Pflanzen-Pokémon. Magma. Ich habe den Raum falsch interpretiert. Hier kann ich reingehen. Oh. Ach, das macht er jetzt. Es riecht plötzlich ein wenig nach Gewürzen und Soße und überhaupt nach leckerem Essen. Ah ja. Cool. In das Mädchenbett mit der rosa Bettdecke legt er sich also, ja, aber in das Jungenbett nicht. Na, ist ja interessant. Lalalala. Okay, ihr kriegt was geschenkt, ja? Ja, bitte. Ich empfehle unsere täglich wechselnden Z-Menüs köstlich. Jedes unserer Z-Menüs kostet... Ich bekomme was geschenkt für 1040. Okay. Dann halt nicht. Alola. Wow, Mylas Laden ist ja viel schicker, als ich gedacht hätte. Sie ist so bodenständig. Und das, obwohl sie die Inselkönigin ist. Yay. Wie geht's denn hier eigentlich weiter? Hier ist nix, da ist nix, dort ist nix. Nö. Oh. Irgendwie Stahlträger, die einfach so in der Gegend rumliegen. Inselkönigin Myla setzt Pokémon des Typs Gestein ein. Die haben ja leider recht viele Schwächen, aber sie ist dennoch super stark mit ihnen. Gegenüber der Stadt liegen ja der Hügel des Gedenkens und die Ruinen des Lebens. Dort meint man wirklich die Präsenz der alten Könige von Alola zu spüren. Konikoni City, eine von der Meeresbrise umschmeichelte Stadt. Aha. Oh. Hafen. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön.
Mein Mann ist ein hoffnungsloser Fall. Er ist spitz darin, Perlen oder Herzschuppen zu angeln. Aber Pokémon? Fehlanzeige. Meine Frau angelt gerne in der Nähe von Felsen, bei denen Wasserblasen hochsprudeln. Dort gelingt ihr manchmal ein seltener Fang. Mautz, Mautz, Mautz. Mautzi, hilf mit. Sei so gut und setze Kratzfurie ein, um mein Essen zu filettieren. Na, ob das so hygienisch ist, ich weiß ja nicht. Nanu? Hallo. Da ist ein Fremder. Wer bist du? Hm? Wer? Wer bist denn du? Bist du ein Freund von unserer Schwester? Du hast das Gefühl, den schwachen Geruch einer Meeresbrise wahrzunehmen. Übrigens liegst du gerade im Bett eines Kindes, was zum Glück nur ein ganz klein bisschen merkwürdig ist. Naja. Na gut. Felicity machen wir nicht weiter stören bei ihrem Leben. Was ist hier hinten? Hier geht's noch nicht weiter oder so. Du findest das Item Evolit. Oh. So viele Pikachu, wohin das Auge reicht. Pikachu hier, Pikachu da, Pikachu überall. Da bekomme ich gleich mal so gute Laune, dass du ein Pikachu um Z von mir bekommst. Pikachu. Nett. Sag Bescheid, wenn ich einem Pikachu die Attacke Volt Tackle beibringen soll. Ein Pikachu mit Z-Kraft ist ein glückliches Pikachu. Gut zu wissen. Kap-Leuchtturm, auch bekannt als der Leuchtturm auf dem Kap. Evolit muss gar nichts. Es ist alles in Ordnung, es ist auch alles furchtbar nett gemeint, ja. Ich lasse es mir vielleicht dann auch nochmal durch den Kopf gehen oder so, aber das ist mir teilweise wirklich auch ein bisschen viel reinreden. Ist, wie gesagt, alles nett und eigentlich auch gut, weil ich weiß es ja nicht besser, aber ich fühle mich dann immer so schnell bevormundet, wenn es zu viel wird. Das ist so mein Problem damit. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob ich mein Quapuzzi zu einem Quappo oder zu einem Quaxo weiterentwickeln soll. Bitte hilf mir und nimm mir mein Quapuzzi im Tausch gegen ein Zubat ab. Nein. Na schön, dann mach's gut. Manche Pokémon sind einfach herzallerliebst und bieten in Pokémon-Centern ihre Hilfe an. Doch der Schein trügt. In Wirklichkeit haben sie es auf die Reste aus dem Café abgesehen. Dieses Pokémon da ist auch eins dieser Sorte. Es ist gewiefter, als es aussieht. Belur? Belur. Höre die weisen Worte Hallas. Pokémon besitzen ein profundes Wissen über die Wirren des Lebens. Das war sehr weise. Hi, du kommst wirklich wie gerufen. Du hast einen Rotom-Pokédex, stimmt's? Dann habe ich den perfekten Job für dich. Na, habe ich dein Interesse geweckt? Aber hallo. Ich gehöre zum Personal der Aether Foundation. Momentan stelle ich Nachforschungen zu einem Pokémon namens Kommandutan an, das irgendwo im Schattendschungel sein soll. Aber ich finde einfach keins. Wenn du es irgendwie schaffen solltest, einen Kommandutan zu fangen, würde ich dich darum bitten, mir seinen Pokédex-Eintrag zu zeigen. Du bekommst natürlich auch eine Belohnung von mir. Na, was habe ich gesagt? Ist doch der perfekte Job für dich, oder? Ja, perfekt. Ob die Pokémon in den PC-Boxen wohl bei Bewusstsein sind? Bewusstsein bedeutet ja buchstäblich, dass man sich in einem Wachzustand befindet, in dem man sich seiner selbst sowie seiner Umgebung bewusst ist. Deshalb sollte die Frage eher lauten, ob die Pokémon in den PC-Boxen wach sind oder schlafen. Im letzteren Fall hätte ich nichts dagegen, selbst in den PC-Boxen gelagert zu werden. Oh, werter Kunde, dieser glänzende Z-Kristall. Du hast offenbar Maos Prüfung bestanden. Warensortiment hat sich erweitert, bla. Und was hast du jetzt alles? Pokéball, Superball. Konnten wir vorher schon Hyperbälle kaufen? Ich weiß gerade nicht. Ich kaufe einfach welche. So, Trank, Supertrank, Hypertrank. Beleber, Gegengift, Paralyse. Aber immer noch kein Hyperheiler. Mann. Geil. Okay. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Alles klar. So. Vielen Dank für deine Geduld. Bitte beehren uns bald wieder. Das ist schön.
So. Welch tiefgründige Fragen diese NPC ihn fragt. Ich weiß. Wäre so eine Frage gewesen, die ich im Endeffekt mir auch selber gestellt hätte. So, okay. Ich würde jetzt an der Stelle gerne eine Pause machen wollen oder beziehungsweise den Stream beenden wollen. Ich lasse mir die ein oder andere Anregung noch durch den Kopf gehen. Aber wie gesagt, im Endeffekt, ja, ich bin halt der Depp hier, der das spielt. Und ja, ich weiß nicht. Ich muss jetzt mein Pokémon-Spiel, oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich mein Pokémon-Spiel jetzt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise optimieren muss oder so. Oder dass ich jetzt mehr aus dem Ganzen herausholen muss oder so. Ich bin jedenfalls nicht dazu gezwungen. Dementsprechend, ja. Also wie gesagt, die Tipps sind nett und so weiter, aber es ist... Naja. Wie gesagt, ich denke mal drüber nach, wie ich das handhaben möchte. Gut, ja, das soll es dann gewesen sein mit Pokémon Mond. Ich finde, wir haben heute wieder ein bisschen was geschafft. Hey, wir haben den Schattendschungel abgeschlossen, wir sind ein bisschen weitergelaufen und dann können wir hier anscheinend ganz bald die zweite Insel abschließen, was jo, ein weiterer Meilenstein auf unserer wunderbaren Pokémon-Reise sein könnte. Und ja, dann war das der vorletzte wirklich geplante Stream in dieser Woche. Ja. Samstag um 20 Uhr geht's weiter, zusammen mit Schnubbi, dann spielen wir Secret of Mana. Und dazwischendrin weiß ich noch nicht, was kommt. Es kann sein, dass ich morgen direkt streamen möchte oder so. Es kann aber auch sein, dass ich es lasse und lieber irgendwas aufnehme. Es kann auch sein, dass ich morgen den ganzen Tag heule, weil ich nichts bekommen habe. Wir werden es sehen. Dementsprechend, ja. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. In jedem Fall bedanke ich mich dafür, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dem Ganzen hier beigewohnt habt und dass ihr nicht die Nerven verloren habt. Und ja, dann soll es für den Moment erstmal wieder gewesen sein. Status Meldungen, Updates und so weiter kommen dann morgen irgendwie bei Twitter rein. Ich sag dann allerdings für den Moment erstmal wieder tschö mit Ö, wünsche euch eine gute Nacht und hoffentlich bis ganz, ganz bald.